Diese Folge Baywatch Berlin wird euch präsentiert von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Füße vom Tisch, Hände aus den Taschen. Jetzt geht's los. Du kommst genau richtig, Schmitty. Wie ist es? Das ist mein erstes große Talfahrt jetzt. Was? Talfahrt? Ja, wir sind jetzt über die Hälfte und jetzt quäle ich mich schon. Ich habe gesehen, aber ihr unterhaltet euch auch mit jedem, der da am Rand steht. Das stimmt, ja, das gehört dazu. Ja, und nehmen jeden Zuspruch zu. Mit uns. Ja. Kaibi hält er sich. Er hält sich super. Na, er hat eh mal versucht, ein bisschen zu meckern. Gerne, aber ja. Da haben wir gesagt, ja. Nichts, es geht jetzt weiter und ist perfekt. Das Gute ist, wenn ich so anfange zu jammern, da hoffen, dass Kai ein bisschen langsamer macht. Ja. Dann sagt er, ja, stimmt, aber er läuft immer genau gleich schnell weiter. Die Kehrmaschine kann uns mal. Ja, genau. Aber wie waren so die Stimmung beim Start? Also wirklich gigantisch toll. Es ist so schön, es rührt mich richtig, dass Leute morgens aufstehen, an die Strecke kommen, wie die Leute, die hier trommeln und einfach das machen, um den anderen Leuten ein gutes Gefühl zu machen. Ja. Das ist nämlich auch ein Teil von der Welt. Ja, au, die 13. Ja, warte, kommt gleich die Ansage. Acht Kilometer, ey, das rockst du auf einem Bein. Ja. Stimmt, sind nur noch 8. 1:40 haben wir bisher gebraucht. Wir weiterlaufen. Ja. Also ich wünsche euch viel Spaß, wir sehen uns noch. Also es ist wirklich, also kann man die Uhr nachstellen, dass wenn man das erste Mal wieder im Büro ist, dass irgendwas komisch ist. Ja, was ist denn hier los? Ja, also es ist ganz merkwürdig. Ich bin heute, guten Tag, hallo, ja, bla bla bla, machen hallo, wir später, ne? So. Ich, hallo. Hallo Thomas, ich bin jetzt hier das erste Mal wieder im Büro nach langer Abstinenz, wie Sie als Baywatch Berlin-ZuhörerInnen natürlich wissen. Und was, und das konnte mir auch irgendwie so keiner richtig erklären. Ich habe dann auch irgendwann jetzt nicht mehr jeden gefragt, weil ich denke, da werde ich in Gespräche verwickelt, mit denen will ich vielleicht, aus denen finde ich nicht mehr raus. Mhm. Ins Gespräch hinein vertüdelt. Ich bin hier reingekommen und warum ist ein Affe hier vorne im Flur? Wieso? Also ist es, man muss erst mal sagen, Schmitty, du bist ja nicht hier, du hast ja die Freck, ne? Du bist ja von zu Hause aus dem Krankenzimmer zugeschaltet. Hast den Pips geholt. Ich habe mich so gefreut, endlich Klaas wiederzusehen. Ja. Und auch dich, Jakob. Und wir sitzen alle drei in dieser Dreckskammer da. Da habe ich mich drauf gefreut, das hat mich durch den Sommer gebracht. Und jetzt habt ihr mich ausgesperrt. Dazu gleich mehr, aber Schmitty, Klaas und ich, wir kommen hier gerade rein. Und dann ist da erstmal eine Frau und die hat einen riesigen Affen. Also nicht, dass die jetzt Heroinentzug hat, sondern also da ist ein echter Affe. Ja. Ne? Ist nicht wie in dem Robbie Williams Song Me and My Monkey, so ist es nicht gemeint. Es ging nicht um, da ist ein echter Affe. Und dann gucken wir so ein Stück weiter und da ist das Büro von unserem Kollegen Tim Sproten, der ja für die Florida Reklame zuständig ist, und da ist ein Krokodil. Ja. Was? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Da ist ein Krokodil. Was? Jetzt laber nicht. Es gab gestern im Firmenchat, wurde so gesagt, dass wir bitte, also all die Hunde und Katzen und Meerschweinchen, die unsere Mitarbeiter normalerweise mitbringen zur Arbeit, dass die vielleicht zu Hause bleiben, weil das Krokodil dann eventuell gereizt werden könnte. Da ist ein Krokodil. Ich habe mir echt nur gedacht, also, wo ist die Firma falsch abgebogen? Ich war da gerade, da ist ein Krokodil. Ja. Und auch jetzt hier, ne, für Leute von schönen Bildern, ne, nicht der Tim, weil er so ein Werbeschwein ist, ein Krokodil, sondern es ist ein Krokodil in seinem Büro. Ja, nicht hier, langer Schwanz, kurze Beine, Tim. Ja, nein, es ist ein echtes Krokodil. Hat irgendjemand rausgefunden, warum? Nee, das... Ich frage gar nicht mehr so genau nach, also irgendwas wird's ja... Ja. Naja, gut, ist egal. Na, also erstmal, wir überspringen jetzt diesen Teil einfach und gehen jetzt über zur ganz normalen Arbeit, weil wir wollen wir den Leuten mit ihrem Zirkus da nicht im Weg stehen, ne? Irgendwas werden sie wohl vorhaben. Vielleicht gehen die betteln damit, das kann sein. Muss man den Kollegen sagen, ich meine, keiner ist hier Tierexperte, dass der Affe nicht mit dem Krokodil auf einen Dreh warten sollte im selben Zimmer. Muss man denen das sagen? Ich weiß es nicht. Dass sie nicht so aus Versehen sagen, kommt mal kurz hier rüber, hier wegen dem Licht, bla bla, tun dann den Affen so Gedanken verloren zum Catering mit dem Krokodil in dasselbe Büro und dann hat man den sogenannten Salat. Ja, ach, wir wollen das jetzt... Wollen Sie mal nicht beschreien, ne? So ist es. So, und ich freue mich jetzt erstmal, zumindest mal dich wiederzusehen. Thomas, dich kann ich mir erstmal vorstellen. Ich weiß im Prinzip noch, wie du aussiehst, und du hast du dich großartig verändert jetzt im Sommer? Also damit bring mich mal auf eine Gedankenreise. Ich habe das erste Mal in meinem Leben habe ich eine gesunde Bräune und du wirst die komplett verpassen. Also das kann ich dir sagen, Klaas. Er sieht extrem erholt aus und ist wirklich ganz schön brutzlig braun. Ja. Ich muss wirklich auch sagen, du hast in den letzten 2-3 Jahren
auf deine sowieso schon vorhandene, auf dein vorhandenes Charisma nochmal 2-3 Schippen Sexiness draufgepackt. Absolut. Ja, ist so. Ist kann so. Ich einfach ist so sagen. Ist so. Ja. Ohne Gag. Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Ich sehe ja eure Gesichter gerade nicht. Das ist, von daher kann ich das annehmen. Und jetzt sag nochmal, Schmidt, du hast einen kleinen, hast einen Schnuppi? Ja, Arne Kreuzfeld, die dumme Sau, hat mich am Montag angesteckt. Ich saß in, im Büro. Die Kunden. Ja, ihm gegenüber und er hat mich wirklich 7 Stunden angehustet und ich meine doch so, Alter, vielleicht ist es ganz gut, du bleibst zu Hause das nächste Mal. Nee, geht. Und hat mir da eins nach dem anderen ins Gesicht gerotzt. Ja. So, und ja, einen Tag später hatte ich die Freck, wie man im Saarland sagt. Naja, aber, das ist jetzt auch vorbei, ne? Also dieses Rumgemänner mit, ich halte das schon aus, ne? Dass man sich praktisch so halbtot noch irgendwo hinschleppt und immer so sagt, ja, das geht schon. Haben viele Männer ein Bambi für bekommen, dass sie sich so mit dem Schnupfen zur Arbeit geschleppt haben. Ja, na klar, ja. Natürlich, ja, alle anstecken früher. Und so, aber selber einfach noch Applaus dafür kriegen, dass man irgendwie noch so halb bewusstlos da irgendwo im Bürostuhl hängt. Ja, das ist ja wie so eine Petrischale gewesen, ne? Da sitzen die beiden, husten sich voll und sind beide krank, ne? Deswegen haben wir auch zu Recht gesagt, Schmitty, no offense, aber wollen dich natürlich nicht fronten und so weiter, aber du musst halt heute zu Hause bleiben. Ne? Ist ja klar. Fronten? Ne, wollen ihn nicht fronten. Ne, wir fronten ihn nicht. Nein. Auf keinen Fall. Aber es hat, nur weil er was hat, muss man ihn nicht fronten direkt. Exakt. Ich habe dann in meiner Wohnung habe ich so den Platz gesucht, wo das beste Internet ist, damit hier diese Übertragung funktioniert. Und wer hätte es kommen sehen, mein Stuhl steht jetzt direkt, und zwar, ich meine direkt, so die Knie sind an einer weißen Wand. Und ich gucke einfach in 10 cm Entfernung auf eine weiße Wand. Ich will zu euch ins Büro. Ja, aber weißt du was? Es gibt viele, viele Leute, die dich vermissen. Also nicht nur wir hier, natürlich fänden wir das schön, wenn du da wärst, sondern es gibt auch andere Menschen, die gerne hätten, dass du da wärst. Zum Beispiel in das Knobelbecherchen. Stimmt, da habe ich auch ganz viel Post erreicht, also Knobelbecher. Ja, und der Knobelbecherchen, der hat jetzt den Besitzer gewechselt. Den Pächter? Ja, sicher. Der Knobelbecher hat einen neuen Pächter gefunden. Gott sei Dank. Ja, genau. Die Würfel werden neu gemischt im Knobelbecher. Und deswegen gibt es da jetzt also trotzdem wieder Leute, die da natürlich rumsitzen und dasselbe machen wie immer, nämlich lecker Kölsch trinken, 100 Stück. Ja, wir müssen doch vielleicht nochmal erzählen, also der Knobelbecher ist auf der Aachener Straße in Köln, eine Kultkneipe und wir haben die Überlegung gehabt, dass immer wenn man dort reingeht, dass man dann einfach mal sagt, liebe Grüße an Schmitty, ne? Damit Schmitty dort vielleicht mal zum Stammgast wird. Und eigentlich muss man sagen, klappt ja bisher. Da gibt es jetzt eine Dame, die hat irgendwie so ein Mikrofon da im Knobelbecher. Und die wurde gefilmt von einem aufmerksamen Zuhörer in dem Fall. Und die hat jetzt durch dieses Mikrofon, so ein Party-Mikrofon mit bisschen lecker Hall drauf, ne, dass man ein bisschen cool rüberkommt. Und die hat dir so einen kleinen Gruß rübergeschickt, Thomas, und den wollte ich dir nicht vorenthalten, dass du also weißt, nicht nur wir, sondern ganz viele verschiedene Menschen, die mögen dich und würden dich gerne mal sehen. Hallo Schmitty, viele liebe Grüße aus dem Knobelbecher. Komm doch mal vorbei und trink ein Kölsch. Tschüss, tschüss. Und ist das eine der neuen Besitzerinnen oder Pächterin vom Knobelbecher? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das praktisch das festangestellte Showgirl. Ja. Ich habe viele Fotos gekriegt. Ich vermute, es ist im Knobelbecher. Es wird nie dazu geschrieben, aber aus irgendeiner Kölner Kneipe, dass da ein Porträt von mir hinterm Tresen hängt, mit so ganz vielen Herzchen um mein Gesicht drum. Stimmt. Ja. Da sage ich mal wieder Danke, was ihr alles für mich ermöglicht. Ne? Mit eurem kleinen Aufruf, das ist wirklich toll. Normalerweise, aber zurück an den Knobelbecher. Das sind so Bilder, die stehen normal nur in der Kneipe, wenn irgendein Stammgast nach 50 Jahren tot vom Stuhl gefallen ist. Weißt du, das war sich noch so, der Erwin, der gehörte einfach an diesen Tresen, nur ist er nicht mehr da. Ne? Meistens sind sie dann irgendwo unterm Spielautomaten zusammengebrochen und dann war es so ein vergilbtes Bild dahin. Genau, und dann kommt so ein Bild. Wo der auch drauf raucht. Ja, genau, da raucht der auch drauf und das Bild sieht auch so ein bisschen aus, als wäre es praktisch mit Nikotin gemalt. Und dann erinnern sich praktisch die anderen, bis sie dann auch selber mal irgendwie ungünstig mit dem Kopf auf den Tresen aufschlagen. So lange erinnern sich dann noch alle Anwesenden an den, der nun als Erster gehen muss. Genau, bis sie selber zum Bild werden. Weißt du, was ich da an der Sache spannend finde mit dem Knobelbecher, ne? Ja. Bei der Nummer, die ihr mir da eingepockt habt mit dem schönsten Berliner.
Ja, das konnte ich noch nachvollziehen, den Witz, weil ihr habt da ganz unmittelbar von profitiert. Das heißt, wenn wir zusammen zum Mittagessen gegangen sind, dann sind wir an diesen Plakaten vorbeigelaufen, da habt ihr ein bisschen gelacht, ein bisschen gekichert, so, und das kann ich verstehen. Jetzt seid ihr aber in der nächsten Evolutionsstufe angelangt. Ihr macht jetzt solche Gags, die im Knobelbecher in Köln, wo ihr gar nicht seid, wo ihr gar nicht mitkriegt, was da passiert, wie Leute die Leute da nerven mit Grüße von Schmitti. Und so. Das betrifft euch null Schmitty. Und da habt ihr trotzdem über 800 Kilometer Entfernung, habt ihr irgendwie den Spaß daran. Imaginé. Ja, das reicht manchmal nur in der Vorstellung dabei zu sein. So ist es. Ja. Manche Dinge sind einfach schön, auch wenn man nicht dabei war. Ich habe zum Beispiel hier den großen Lauf, das Thema der Woche, muss man sagen. Mm. Ne? Wenn Deutschland über eine Sache gesprochen hat, ganz Deutschland war auf den Beinen. Ja. Es war wirklich das Gegenteil von einem Straßenfeger, ne? Es war ein richtiges Event für die Menschen, ne? Die sind rausgegangen und haben an der Halbmarathonstrecke hier in Berlin Jakob Lund viel Glück gewünscht. Die Menschen haben wirklich, als wenn, wie damals ABBA-Mania, ne? Wenn ABBA in Australien gelandet sind, weißt du, wenn man so diese, kennt man noch aus diesen Dokumentationen, diese kilometerlangen Fahrten von der Auftrittslocation zum Flughafen und so, wo wirklich ein ganzes Land auf den Beinen war, um hier Jakob Lund dabei zu unterstützen, wie er seinen Halbmarathon gelaufen ist am letzten Sonntag. Das konnte man im Internet verfolgen, wahrscheinlich auch in der Tagesschau, ich habe es nicht mitbekommen. Ja. Aber überall war es Meldung Nummer 1. Ich habe das Schönste eigentlich gelesen, was du jetzt geschafft hast. Natürlich, zum einen bist du da ziemlich lang gelaufen. Ja. Erzählst du gleich nochmal, wie das alles war, zusammen mit Kai Pflaume. Ja, den rufen wir gleich auch noch an. Ne? Den rufen wir natürlich noch an. Und die Leute haben dir jetzt einen neuen Namen gegeben. Normalerweise warst du für Kaffee bekannt, ne? Das war dein Ding. Ja? Wurde ich genannt. Genau, und jetzt habe ich ganz oft schon gelesen, du bist jetzt das Marathon-Arschloch. Ein flexibles Arschloch, möchte ich fast sagen. Du bist jetzt das Deutschlands schnellstes Arschloch. Ja, ist das gut oder schlecht? Was das sagt gut, die Marktforschung? Was sagt die Marktforschung? Ja, weiß ich nicht. Ist das Ahnung. Gut? Also, ich finde es erstmal gut. Also. Ja. Können wir jetzt hier an der offiziellen Stelle, ich meine, das haben wir natürlich auch persönlich schon gemacht, aber jetzt auch offiziell im Namen von Baywatch Berlin möchten wir dich ganz herzlich und unironisch beglückwünschen für diese Wahnsinnsleistung, wo du wirklich ein Jahr, ich muss sagen, auch oft unerträglich warst mit deiner Gesundheit, mit deinem Körner essen, mit deinem ich stelle alles um, ich gehe nicht mit einem trinken, weil ich muss morgen früh um 9 Uhr habe ich Krafttraining. Aber es ist eine absolute Willensleistung, die du da vollbracht hast und ich ziehe da wirklich meinen Hut und ganz unironisch möchte ich dich auch hier nochmal umarmen. Danke. Bin richtig, richtig, richtig stolz auf dich. Das ist unfassbar, was du da geschafft hast. Ja, ich muss, glaube ich, einmal dazu sagen, weil wirklich so viele Leute ja auch Anteil genommen haben an diesem Lauf, dass ich ja den Halbmarathon nicht gewonnen habe. Ne? Also das muss ich vorweg. Das heißt, kann man den gewinnen? Ja, klar kann man den gewinnen. Der Schnellste. Ach, wenn man Erster ist, ja logisch. Der ja, Schnellste klar. hat für die Strecke, glaube ich, 58 Minuten gebraucht. Wie viel Geld kriegt man dann? Das weiß ich alles nicht, aber das spielt auch nicht so eine Rolle. Aber jedenfalls ist es mir doch in aller Bescheidenheit wichtig, dass vielleicht auch alle, die diese ganze Geschichte in den letzten Monaten nicht verfolgt haben, verstehen, warum ihr mich so mit Liebe überschüttet für diese Leistung ja nicht. Da gibt es sicher ganz viele Leute, die haben da eine athletische Leistung auch vollbracht an diesem Sonntag. Ne? Dazu gehörte ich ja nicht. Ich habe einfach es geschafft, von einem sehr mopsigen Mann, als halbmopsiger Mann, mich irgendwie dahin zu petern, dass ich in der Lage war, auf einmal 21 Kilometer am Stück zu laufen. Ne? Das ist im Grunde die Leistung, auf die bin ich auch stolz. Ja, kannst du auch sein. Jakob, aber ich glaube, unabhängig von was du alles abgenommen hast, oder wie das so eine sportliche Leistung auch für dich aussah. Ich finde halt, wenn man dich auch nur ein bisschen kennt oder kannte, dann weiß man es noch mehr zu schätzen, weil du absolut, das haben wir auch schon mal gesagt, du bist vollkommen befreit von so Gefühlen wie Ehrgeiz, sportlicher Ehrgeiz, Wettkampfgedanke, etc. Für dich war das hat nie stattgefunden. Immer wenn irgendwo in der Firma oder im Urlaub oder am Wochenende irgendwas aufgetaucht ist, was mit Wettkampf zu tun hat, hast du dich vornehm rausgehalten, hast deinen Kaffee geschlürft. Und dass du irgendwie nochmal von der Couch aufspringst und auf einmal wirklich alles daran gibst, einen Halbmarathon zu laufen, das ist die eigentliche Leistung. Das stimmt, ja. Ja, das hast du lieb gesagt. Es wäre mir fast ein Herzenswunsch, dass wir jetzt mal Kai Pflaume anrufen, weil ich würde auch so gerne nochmal erzählen, ich will es nicht zu lang machen, aber wie dieser Weg auch war und wie der mich unterstützt hat. Ich rufe ihn mal an, ja?
Ja. Ich habe wirklich eine berechtigte Angst, dass die Tür aufgeht und entweder ein Affe oder ein Krokodil reinkommt, ne? Ja. Das, man denkt immer, dass das so eine irrationale Angst ist, so ein Glas und beruhig dich mal, nimm deine Tabletten, setz dich dann in die Ecke. Aber es wäre möglich, dass ich jetzt die Tür aufmache und da reitet ein Affe auf einem Krokodil. Es wäre super möglich. Das ist so ähnlich wie damals, als, wisst ihr noch, wie dieser Waschbär ständig mit dem Skateboard durch unser Büro gefahren ist? Ja. Wisst ihr das noch? Weiß ich noch gut, ja. Genau. Ja. Wenn du das irgendwo erzählt hast, hätten sie dir auch erstmal eine Tavo reingedrückt und gesagt, sie beruhigen sich jetzt mal hier. Ne? Aber stell dir mal die Tragik vor, ihr lasst mich nicht ins Büro kommen wegen Schnupfen, ne? Und dann wirst du vom Krokodil gefressen. Ja, dann das kann passieren. Ne? Ich darf jetzt nicht lachen, weil ich wäre jetzt fast mit dem Finger im Telefon verrutscht und hätte Kai Ebel angerufen. Also muss ich mich sehr konzentrieren, dass ich jetzt Kai Pflaume anrufe. So, jetzt rede ich mal hier. Gottes Willen. Werbung. Wir reden nochmal über die Hörbuch-App BookBeat. Sehr gut ist die. Was soll das sein? Eine Hörbuch-App? Wieso? Man kann sich doch Hörbücher runterladen. Ja, kann man machen, aber man weiß ja teilweise gar nicht, dieses Hörbuch, was ich da jetzt angefangen habe, ist es wirklich das, was ich hören möchte? Und, das muss man auch dazu sagen, ist ja auch nicht so schlimm in der normalen Betrachtungsweise, jedes einzelne Hörbuch kostet natürlich Geld. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, man möchte mal ein bisschen ausprobieren, man interessiert sich vielleicht für unterschiedliche Dinge, dann ist es ja gut, so eine Art Flatrate zu haben. Naja, du kannst einfach so viele Hörbücher hören, wie du willst. Ne? Du musst dich nicht festlegen, du kannst ganz viele ausprobieren. Über 100.000 Hörbücher stellt BookBeat zur Verfügung und du kannst sie alle ausprobieren, kannst sie alle anhören und kannst überlegen, will ich das weiterhören? Und das wäre, glaube ich, auf anderem Wege ein sehr teurer Spaß. So ist es, genau. Man kann die online, aber auch offline hören. Man kann die downloaden dann praktisch, wenn man irgendwo Empfang hat für spätere Zeiten, dann wenn man irgendwie im Flugzeug oder in der Bahn ist und dann nicht durchgehend so gutes Netz hat. Mit dem Schlaftimer, das ist nämlich auch eine wichtige Sache, verpasst man keine Minute. Und wenn das schneller gehen soll, weil das irgendwie man irgendeine Information haben will, dann kann man auch die Geschwindigkeit erhöhen. Dieser Schlaftimer, das ist wichtig, dass man auch wirklich weiß, wo ist man jetzt ungefähr oder wo kann man maximal sein. Ja? Wir haben hier geredet über Pfoten vom Tisch, das Harpe Kerkeling-Buch. Das gibt's zum Beispiel. Oh, ehrlich? Ja. Schmidti, dir habe ich es ja noch als Hardcover geschenkt, aber hier könntest du es dir auch vorlesen lassen, vermutlich von Harpe, und dann ist es wahrscheinlich auch ein großer Spaß. Aber man muss ja wirklich sagen, dass Harpe Kerkeling bei allem Belächeln dieses Buches über Katzen ein toller Autor ist, zum Beispiel auch vom Jakobsweg, habe ich sehr gern gelesen, fantastisch, wie er das beschreibt. Und wenn er das dann noch selber liest, dann macht das bestimmt auch Spaß. Der, vor allem Schnickschnack hier, toller Autor, das ist ja ein super Bestseller. Ja. Ihr Unken, ihr. Naja, erstmal das. Weil die Leute mögen Katzen. Ja, erstmal das ist auch total in Ordnung. Und auch der Junge muss an die frische Luft, sowohl als Buch als auch als Film, ganz toll. Und das ist teilweise wirklich nur, ich weiß nicht, warum man da dann Witze drüber macht, über den einzigen, der irgendwie witzig ist in Deutschland. Ich weiß nicht, ist manchmal auch so ein bisschen zwanghaft irgendwie. No hard feelings, we love you, Harpe Kerkeling. Ich höre genau zu dem Thema, habe ich auch was bei BookBeat, und zwar mit Ignoranten sprechen. Heißt das Hörbuch. Und da hole ich mir viele Tipps für den Alltag mit euch. Das ist völlig nutzlos. Für Selbstgespräche, die du da antrainierst. Nein, das brauchst du nicht hören. Das ist Blödsinn. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen, ohne das gelesen zu haben. Das ist völliger Quatsch. Ich höre der gerne zum Beispiel, wir können mehr sein. Das ist das Buch von Aminata Touré. Sehr gut, ja, wenn man mal ein Politikerbuch hören will, was auch wirklich selbst geschrieben wurde. Ist ja auch selten. Bei den Grünen ungewöhnlich, ne? Ja, klar. So, wir empfehlen das bis auf Weiteres, und bei BookBeat Premium gibt es übrigens einen Gratis-Monat, ja, das heißt unbegrenzter Zugang zu 100.000 Hörbüchern, unbegrenztes Hören, wenn man den Code Baywatch bei der Anmeldung eingibt oder direkt auf www.bookbeat.de/Baywatch anmelden, so geht das auch. Wenn euch das jetzt so schnell ging, gibt es alle Infos in den Shownotes. Peter Murtler mit Ignoranten sprechen. Werbung Ende! Ebel. Liebe Grüße natürlich auch an Kai. Na klar. Ist ja klar, ist ja guter Mann. Hey Jakob, guten Morgen. Hallo Kai. Herzlich willkommen bei Baywatch Berlin. Wir haben gerade. Hallo Kai Pflaume. Wollten wir anfangen, Revue passieren zu lassen. Ah. Ja. Den Lauf meinst du? Deinen heldenhaften Lauf, deine Wahnsinnsleistung von Sonntag. Na, nur hör auf, mach weiter. Nee, genau. Ja, nee, da ich wollte eigentlich erstmal mich bei dir bedanken, weil ich glaube, was ja viele gar nicht mitbekommen haben oder mitbekommen konnten, war,
das ist ja so, also irgendwie ist hier in diesem Podcast durch, sind wir zweimal schief abgebogen und auf einmal hatte ich da diesen 21 Kilometer Halbmarathon an der Backe und habe behauptet, das kann ich, ne? Und ab dem Zeitpunkt war es so, dass du mich am nächsten Tag, als du das gehört hast, angerufen hast und hast du mich gefragt, sag mal, willst du das wirklich machen? Und dann habe ich einen Moment überlegt und habe gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ich will das machen. Dann hast du gesagt, ja, wenn du das machen willst, dann helfe ich dir. Und dann habe ich erstmal gedacht, ja, das sagt er jetzt so und habe das auch als nette Geste empfunden, dass du angerufen hast. Aber was dann gekommen ist, berührt mich tatsächlich bis heute sehr, weil du in diesen 8 Monaten eigentlich immer wieder angerufen hast. Du hast dich erkundigt, wie der Stand ist. Du hast mir Ratschläge gegeben, wie man trainieren kann. Wir sind gemeinsam ja auch mit Klaas gelaufen. Wir haben die Distanzen hinter uns gebracht. Ich habe dir Equipment geschickt. Genau, du hast mir Laufsachen geschickt. Du hast dich dafür bemüht, dass ich irgendwie die richtigen Schuhe habe, damit man das in Angriff nehmen kann. Wie gesagt, wir sind ja auch dann zusammen mit Klaas 10 Kilometer gelaufen, wo ich irgendwie nach Kilometer 8 wirklich schon zusammengebrochen bin und mir den Tod gewünscht habe. Und da hast du ja irgendwie diesen ganzen Weg begleitet und dafür möchte ich mich heute bedanken. Auch überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass du dann aus deinem Urlaub bist du nach Berlin geflogen. Dann haben wir zusammen unser Startnümmerchen da geholt am Vortag. Dann haben wir zusammen Nudeln gegessen, weil man das so macht. Und dann hast du dich informiert, wie man sich perfekt vorbereitet und darauf geachtet, dass ich die richtigen Sachen trinke, nämlich Wasser und kein Bier, habe ich mit dem Kai Pflaume nämlich beim Italiener gesessen. Das hast du doch nicht recherchiert, Kai. Hast du da eingeschrieben, vorm Joggen Bier oder Wasser oder was googelt man da? Nein. Aber es gibt ja schon ein paar Regeln. Also wenn man so einen längeren Lauf macht, dann muss man schon gucken. Also viele denken ja zum Beispiel, sie müssen sich dann am Morgen vor dem Lauf irgendwie noch 2 Liter Wasser reinziehen. Aber das ist halt komplett falsch, ne? Weil das Wasser muss man am Vortag trinken, weil da kann man dann die Wasserspeicher dann auffüllen und am Morgen eigentlich dann nur noch ganz wenig trinken. Ja, und dann haben wir da bei Italiener gesessen und haben da beide so ein alkoholfreies Bier noch getrunken und uns da die Pasta reingepfiffen, ne? Damit wir da schön vorbereitet sind. Und dann ging es dann morgens zu dem Lauf, ne? Und für mich wirklich bemerkenswert ist, der Kai ist also wirklich fit, das ist nicht in Worte zu fassen. Und ich glaube, Kai, du würdest ja diesen... Ja, du auch. Nein, du auch, ja, Moment mal. Du würdest diesen Lauf, glaube ich, in 100-facher Geschwindigkeit schaffen. Ne? Und was er bei Kai gemacht hat, ist, der ist in meinem unglaublich langsamen Tempo, was ich ja brauchte, um das überhaupt schaffen zu können... Als Betreuer mitgelaufen, ist einen komplett anderen Laufrhythmus, nicht einen sehr langsamen gelaufen. Und das alles nur für mich, damit ich das schaffe. Und da schließt sich für mich auch der Kreis, Kai. Ich bin gleich fertig mit meiner langen Rede. Ich wollte gerade sagen, spielt ihr da nicht eigentlich immer so romantische Musik ein? Wenn aber da bin ich auch so im Kern von dem Ganzen, dass ich so tief berührt bin, wirklich und bewegt, also im doppelten Wortsinne, dass einmal mit Kai jemand da ist, der das so begleitet hat und mich so völlig selbstlos unterstützt hat und auf der anderen Seite ja auch an der Strecke so viele Menschen waren, die morgens aufgestanden sind und gesagt haben, diesen dicken, mopsigen Mann, den schreien wir jetzt ins Ziel rein. Ne? Ja, und das war wirklich der Wahnsinn. Ja. Das kannst du ja auch nochmal erzählen, wie sich das da dargestellt hat. Aber das hat mich wirklich am Ende mehr bewegt tatsächlich als dann, so diese Leistung, die ich mir vorgenommen habe, 21 Kilometer zu laufen, war wirklich, und da werde ich ganz esoterisch, was ich sonst nicht bin, aber da war diese 3 Stunden, die ich da gebraucht habe, war so viel Liebe da in Berlin, ja, von nein, du hast keine 3 Stunden gebraucht, da muss ich einmal einhaken, du hast genau 2 Stunden 56 gebraucht, so, ja, genau. Und das ist einmal mehr ein Teil der Wahnsinnsleistung, nicht nur, dass du die 21 Kilometer geschafft hast, sondern das auch noch unter 3 Stunden, wo ich so ein bisschen skeptisch war, ob das gelingen wird, aber du bist ja ein Mentalmonster, ne? Und muss wirklich sagen, Jakob war ja Teile der Strecke in einem Trance-ähnlichen Zustand. Das stimmt, ja. Ja, und da musste ich ihn dann immer mal wieder rausholen und sagen, ja, saug die Energie auf. Also ich finde auch, dass wir jetzt langsam mal wieder so ein bisschen, wir müssen zurückkommen, weil wir haben, glaube ich, die ganzen gefühligen, halb esoterischen Seiten haben wir gut beleuchtet jetzt. Nun lass uns zu den Fun-Parts kommen. Ja. Also, wie ist es? Ich habe einen Fun-Part. Ja. Ich habe einen Fun-Part. Ich war ja auch an der Strecke. Ja. Und wir haben uns, glaube ich, ich bin so ein bisschen mitgelaufen, mal 500 Meter ab bei Kilometer 12. Und da war Jakob in Topform. Das also stimmt, wirklich, ja. War er zu Späßen aufgelegt, hat bei jedem abgeklatscht, hätte am liebsten wirklich noch einen Espresso auf dem Lauf genommen. Und dann
sind wir mit der U-Bahn in die U-Bahn eingestiegen, sind zu Kilometer 19 gefahren. Ja. Und das war Passion Christi. Also der Mann konnte, der konnte wirklich seinen Daumen kaum erheben. Nein. Du hast das Gefühl auch gar nicht mehr gesehen. Du wusstest nur, da vorne ist das Ziel. Und doch, du bist da, also das sah nicht mehr gesund aus. Ne? Aber ich sag dir eins, Schmitty, er hat euch gesehen. Ja. Denn als er euch gesehen hat, da am Brandenburger Tor, da hat er den Zielsprint angezogen. Und das können wir zahlenmäßig belegen. Ja. Ne? Von also super langsam Jakob, auf langsam habe ich da angezogen. Da hat Jakob wirklich nochmal alles aus sich rausgeholt. Ja? Und das wollte sich dann auch nicht nehmen lassen. In einer gesteigerten Geschwindigkeit durchs Brandenburger Tor auf die Zielgerade. Und da waren so viele Menschen. Und da kann ich wirklich nur sagen, die Menschen, die da standen, ja, die hatten keinen anderen Zweck, da zu stehen, als Jakob anzufeuern. Das ist wohl wirklich die Wahrheit. Ja, ne? Lauf, du siehst es, da ist das Ziel. Komm, du schaffst es. Ja. Und das war Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn. Beatlemania in Berlin. Ja, Jakob-Mania. Aber Kai und Jakob, das ist wirklich, wir standen dann da am Ziel und dann kamen schon Läufer aus dem Ziel raus. Die hatten dann so eine Wärmedecke um und die Medaille umgestellt. Und dann kommt eine junge Dame, ich tippe so 30 Jahre, kommt auf uns zu mit der Medaille um den Hals, sieht mich, aber ich möchte das gar nicht auf mich beziehen, sondern fängt sofort an zu heulen vor Überwältigung und hat uns auf ganz, ganz liebe Art gesagt, dass sie wegen dem Podcast, wegen Jakob Lund angefangen hat zu laufen und zwar zeitgleich hat sie mit ihm gestartet und konnte es nicht fassen, dass sie wirklich den Halbmarathon gelaufen hat, weil wir Spinner irgendwas mit einem Pferd gewettet hatten und es dann auf die Laufstrecke ging. So, und das war wirklich, also ich war jetzt wirklich nicht beteiligt, ich stand da mit einem Bier an der Strecke und trotzdem war ich so stolz, allein deswegen, dass Jakob, wer hätte das gedacht, Jakob Lund inspiriert Menschen. Zum Sport, das ist ja das Entscheidende, nicht zum Rumsitzen. Ja, Kaffee trinken, habe ich doch schon sagen, viele. Alles andere wäre jetzt eine Frechheit. Aber ich muss das nochmal sagen, also genau, wie du es richtig beschreibst, Schmidt, ich glaube, so bis Kilometer 15 habe ich mich noch ganz wohl gefühlt und ab Kilometer 17 hat es irgendwie so Peng gemacht und dann sind meine Beine zu Stein geworden und wenn ich eingeatmet habe, kam nur noch so 10% an Energie rein in den Körper. Und alles wurde steif und es ging gar nichts mehr. Es ging nichts mehr. Ich war komplett am Ende und da musste auch Kai, ich glaube, dem haben auch teilweise die Ohren geblutet, weil ich so gejammert habe. Und da habe ich so gesagt, Kai, jetzt geht's wirklich nicht mehr. Jetzt geht es wirklich nicht mehr. Und Kai hat immer wieder motiviert gesagt, guck mal, gleich kommt die 18. Die hast du ja schon mal geschafft. Und jeder Zentimeter nach der 18 ist ein neuer Rekord, weil so lange bist du ja noch nie gelaufen. Bleib dran. Und dann ist er in diesem Schneckentempo immer so einen Schritt vor mir gelaufen, damit ich auf keinen Fall stehen bleibe. Dann hat er gesagt, du darfst jetzt nicht zu viel trinken, auf zu trinken, du kriegst einen Wasserbauch, das wird alles schwerer. Du hör auf, die Arme in die Hüften zu stemmen, du musst die jetzt wieder mitnehmen, es ist ganz wichtig. Und man, da vorne kommen wieder Leute. Apropos so. Trinken, ne? Es fing ja damit an, dass Jakob morgens, als wir uns trafen, um dann zur Strecke zu fahren, einen Rucksack dabei hatte. Und dann habe ich gesagt, Jakob, was willst du denn mit dem Rucksack machen? Wo willst du den denn lassen, wenn wir dann laufen? Und dann sagte er, nee, den nehme ich mit, das ist mein Trinkrucksack. Ja. Und dann sage ich, okay, dann habe ich den hochgehoben und habe gedacht, okay, der wiegt aber ungefähr 1,5 Kilo. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, dass man sich bei so einem Lauf jetzt noch reingemacht, dass man sich bei so einem Lauf jetzt noch so einen 1,5 Kilo schweren Rucksack auf den Rücken schnallt. Ne? Nee, den hat er immer dabei und den braucht er. Da habe ich gesagt, alles klar, dann soll er den halt haben. Ja. Jetzt musste ich aber irgendwie verhindern, dass er diese 1,5 Liter Flüssigkeit während des gesamten Laufs jetzt auch noch inhaliert, weil das ist eben dann nicht so gut, wenn man so viel trinkt während des Laufs. Dann hast ihn da einen Korken drauf gemacht. So ungefähr. Und dann musste ich an irgendeiner Stelle, war das dann, das passiert ja dann, dass man dann unterwegs ist und dann denkt man aus lauter Verzweiflung, ich muss jetzt alle 2 Minuten muss ich irgendwie da trinken. Ja, weil man denkt, Jakob, irgendwas muss jetzt den Zustand verbessern. Vielleicht ist es ein Schluck Wasser, ja. Genau, oder wenn du einen Schluck Wasser nimmst, dann spucke ihn wieder aus, ne, weil das ist halt nicht gut. Denn es ging ja darum, das zu schaffen. Und das Schöne an so einer Strecke ist ja, dass die auch sehr unterschiedlich ist. Also es gibt ja Teile der Strecke, wo die Straße dann links und rechts wirklich mit Menschen gesäumt war. Und das war eben genau auch dieser Kilometer 12, als wir dann bei Schmitty da ankamen. Ne, das waren so 2 Kilometer über den Kuhdamm.
da sind wir geflogen. Ne? Da ist die Zeit vergangen, da hat man das gar nicht gemerkt, wie die 2 Kilometer da plötzlich vorüber waren. Und dann gab es aber auch Teile der Strecke, da war halt nicht so viel los und da wurde es halt dann ein bisschen mühsamer. Ja, da wurde es sehr mühsam. Aber, wie im Leben. Und das möchte ich einmal ganz deutlich sagen, das ist wirklich, wir haben ja viele Läufer und LäuferInnen gesehen unterwegs. Jakob ist nicht eine Sekunde gegangen. Ne? Er ist nicht eine Sekunde gegangen, der ist die ganze Zeit gelaufen. Ja. Ne, da gab es ja andere, die sind immer ein Stück gelaufen, also gegangen, dann wieder gelaufen, gegangen. Ja, Jakob ist die ganze Zeit gelaufen. Nein, was melden die sich da an? Ne? Aber das war so was ich mir vorgenommen habe, dass ich nicht stehen bleiben wollte, nicht gehen, sondern auch wenn es natürlich, ich habe ja auch ein paar Videos gesehen, es sieht wirklich bizarr langsam aus, aber es ist eine Joggbewegung und das war mir wichtig, dass ich das schaffe. Aber Jakob, wir reden jetzt hier die ganze Zeit von Willenskraft, ihr seid am Borschatz vorbeigelaufen. Ja, da wurde ich auf eine ganz harte Probe gestellt. Und du hast auf den Champagner verzichtet, der dir da angeboten wurde? Nein, es war so, also das war Kilometer 19, also der Kampf hätte mit mir selber nicht größer sein können. Ich war völlig am Ende und meine lieben Freunde aus dem Promi-Lokal Borcherts haben mich da erblickt in diesem Zeitlupentempo. Dann haben auf einmal alle an den Tischen angefangen zu applaudieren und dann kam der Oberkellner raus mit 2 Glas Champagner. Da sieht man mal, wie langsam. Da hatte ich ja Glas in Verdacht, das muss ich ja ganz klar sagen. Moment, dann sieht man mal, wie langsam das gewesen sein muss, dass die praktisch erst, sie sehen ihn schon so da hinten um die Ecke kommen, dann fangen erstmal alle an zu applaudieren, dann hat er noch genug Zeit reinzugehen, 2 Glas Champagner einzuschenken, wieder rauszugehen und in dem Moment, wo er mit all dem fertig ist, ist er gerade erst am Restaurant. Exakt so war es. Und ich habe widerstanden, ich hatte mein Ziel festgehalten. Aber das ist ja wirklich so, also man ist die Sirenen, die singenden Sirenen haben dafür gesorgt, dass tatsächlich die Seemänner das so schön fanden, dass sie da hingesegelt sind und was ist passiert? Sie sind zerschellt an dem Stein, auf dem sie saßen, ja. So und so wäre es ja auch passiert. Ja. Du wärst am Wiener Schnitzel einfach zerbröselt. Exakt. Ja? Da war ich ehrlich gesagt froh, dass sie das Schnitzel nicht auch noch rausgebracht haben. Das wäre auch gemein. Nur die 2 Glas Champagner waren. Aber das will ich wirklich nochmal sagen. Ich weiß, ich bin heute ungewöhnlich esoterisch drauf, aber ich will das so als Gesamteindruck nochmal sagen, weil ich auch so dankbar bin für all die Leute, die da hingekommen sind und irgendwie den Plan hatten, mich anzufeuern. Und man könnte irgendwie meinen, man muss ja dann doch aber alles selber laufen, aber es war wirklich so, dass diese Liebe von den Leuten, ob die getrommelt haben, ob die gerufen, ob die ein Schild gemalt haben, das und die so in den Augen zu sehen, das hat sich ganz direkt auf mich übertragen und dann war es immer für 2-3 Minuten oder für 1 Kilometer so, dass ich darüber nachgedacht habe, wie liebevoll es ist und was für eine schöne Geste ist und dann nicht damit beschäftigt war, dass ich jetzt noch so viele Kilometer laufen muss und man hat dann so kurz den Körper vergessen, ob das ein junges Paar war, die ganz krumm und schief Sex on Fire gesungen haben oder irgendwie so ein Altherren-Rocktrupp am Kudamm. Das hat mich alles tief berührt und ich habe wirklich immer wieder mit den Tränen gekämpft, weil ich das nicht fassen konnte, dass Leute morgens aufstehen und das ist nicht deren Lauf, aber die nehmen sich zum Plan, andere Leute zu unterstützen, natürlich nicht nur mich, sondern es waren 25.000 Leute da auf der Strecke, dass die ihr Ziel erreichen und das hat mich am Ende über all die Maßen sehr bewegt, muss ich sagen. Und das hat es zu einem tollen, schönen Erlebnis gemacht. Ja, viele haben auch ein bisschen Espressotini eingenommen, nehme ich an. Exakt, ja. Aber ich habe auch das erste Mal, weißt du, man erwischt sich dann ja schon dabei, wo man so heimlich bei sich denkt, wenn man mit dem Auto schnell irgendwo hin muss an einem Sonntag, ja, dass man dann denkt, müssen diese ganzen Wichser jetzt hier langlaufen. Ja, ne? Ja. So, weil die ganze Stadt ist lahmgelegt. Das ist jetzt ein bisschen schulhöfisch formuliert, ne? Ja. Aber wie man sich so erwischt bei Gedanken, man sagt das ja nicht laut. Das ist ja, manchmal hat man ja seinen inneren Monolog gar nicht im Griff, ne? Da denkt man Dinge, wo man danach sich selber gedanklich auf die Finger haut und sagt, na. So, das denkt man aber nicht. So ist man dann mit sich. Ja. Jetzt war aber das erste Mal, was ich gedacht habe, ich muss hier eigentlich lang. Ich musste nämlich tatsächlich durch die halbe Stadt an dem Tag und ich habe mir das erste Mal gedacht, na immerhin ist das abgesperrt wegen meinem Jakob. Ne? Immerhin muss ich deswegen eine Stunde im Auto sitzen. Ja, nee, aber jetzt kommen wir mal zu einem ganz wichtigen Punkt. Ne? Also da möchte ich noch mal drauf eingehen und auch noch mal ein bisschen nachhaken. Ne? Denn mehrfach an der Strecke haben die Menschen ja auch sehr lauthals uns zugerufen, Jakob, du schaffst das, hol dir das Pferd. Jo.
Absolut, absolut. Kommt. Ich habe so. Da Neuigkeiten. Ja, das Bizarrste war ein Polizist im wirklich kompletten Ornat mit Maschinenpistole und Schusssichere. Er hat geschrien, Jakob, hol dir den Pony! Also ich habe tatsächlich mal überlegt meine oder die Vorstellung vieler Menschen war natürlich, dass dann da so ein weißer Schimmel dann da irgendwie im Glanze der Mittagssonne dann da steht in all seiner Eleganz und majestätischem Ausdruck. So ist es jetzt nicht, weil wir haben alle dazugelernt, ne? Stichwort Olympia. Ja. Ne? Also Pferde, die stehen am liebsten auf einer Weide oder in so einem Stall und die haben null Bock, bei irgendwie so Sportevents mitzumachen. Weder als Teilnehmer noch als, als Geschenk oder Preis. Hm. Und ich finde, man soll Pferde da lassen, wo sie sind. Die laufen wie immer wild durch Brandenburg, so ist es. Da gibt es sehr viele Wildpferde noch und so, die fühlen sich da glücklich und führen ein komplettes Eigenleben und alle anderen wohnen in der Horse World von Olli Schulz. Jeder kennt das. Ich habe mir aber überlegt, bevor wir jetzt irgend so ein Pferd dazu nötigen, es praktisch zu objektifizieren als Preis, ne, das wollen wir nicht. Das wollen wir nur gar aber nicht. Es gibt ganz viele Patenschaften, die man übernehmen kann für ganz süße Pferde und das sind sogenannte, und das finde ich so niedlich den Ausdruck, Seniorenpferde. Die sind also nicht für Senioren, das ist ja nicht so was für Kinder oder für Omas, so, wo dann Oma mal zum Rewe reiten kann, so ist es nicht gemeint, sondern es sind selber alte Pferde. Ne, die auch, lesen auch nicht Senioren vor, oder? Die so, lesen, ne? Genau, die lesen auch nicht für, die machen nicht Gedächtnistraining mit Senioren oder essen mit den Kuchen so, sondern das sind einfach selber alte Pferde, die aber irgendwie noch so einigermaßen gut drauf sind. So wie ich. Ja, so im Prinzip wie du. Und die möchten aber natürlich auch Zuwendung lieben und vor allen Dingen Geld haben. Ne? Das heißt, man kann Patenschaften übernehmen für diese halbblinden Pferde ohne Zähne und mit drei Beinen. So. Ja. Aber die stehen, im Idealfall stehen sie noch glücklich auf der Wiese irgendwo. Mhm. Und da habe ich jetzt ganz viele Seniorenpferde rausgesucht und du kannst dir dann eins aussuchen von denen. Ne? Und ich würde dann die Patenschaft für dich übernehmen und würde halt, bis das Pferd tot ist. Nee. Ja, bis das Pferd tot, also jetzt nicht so für ein Jahr oder für zwei Jahre, sondern wirklich bis... Schon für vier Jahre. Ja, ich würde die Beerdigung praktisch noch finanziell mit einplanen. Oh. Und bis dahin ist das dann dein Pferd und so hätten wir das dann auch. Und dann können wir ja mal darf hinfahren. Darf man die besuchen? Ja, sicher. Ja? Klar, die erkennen dich nicht, weil die meisten sind dement. Ja, okay. Ja, dann kommt nicht, dieser tote die Blick. Die denken, ne? Dann, Jakob, und dann sagst du, ich bin doch dein Pate. Ja. Ja. Es ist schon wieder Montag. Reden die so Quatsch. Oh, ne? Und dann, also, ich fasse zusammen, ich habe praktisch dann mein eigenes Seniorenpferd, was es praktisch ein schönes Leben bekommt, weil du das bezahlst. Ich bezahle das und wir können nochmal hinfahren und das irgendwie belästigen. Oh, das ist toll. Also vielen Dank. Vielen Dank. Finde ich ganz toll. Und ich hoffe, dass wir das dann alle zusammen auch mit Kai da mal besuchen und so striegeln. Ja, ich wollte gerade sagen, müssen wir ja auf jeden Fall dann mal. Kai, wenn das mal tot ist, können wir es in deinem Garten beerdigen. Du hast auch Platz. Ja, dann. Hast du nicht gezögert. Richtiges Mausoleum bauen wir dann da bei dir. Dann lasse ich den Pool aus und dann. Kommt das Pferd da rein, ein bisschen Erde drauf, paar Blümchen fällt. Ja, das finde ich schön, Kai. Das ist ein ganz. Also Fazit ist, das ist ja alles wunderschön. Ich bedanke mich. Ich freue mich auf das Pferd. Du bist ein Ehrenmann, Klaas. Hast Wort gehalten. Ich bedanke mich bei dir, Kai. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die mich jetzt unterstützt haben in den letzten Monaten, dass ich dieses Ziel erreiche. Vielen Dank, dass ich so tolle Menschen an meiner Seite habe, die mir so geholfen haben. Also vielen Dank. Ja, also es gibt ja auch, muss man auch immer dazu sagen, ne? Es gibt ja fantastische Bilder, ne? Also vom Zieleinlauf, ne? Sehr emotional. Da kannst du ja vielleicht nochmal ganz kurz ich heute, ne? erzählen, weil das würde mich persönlich interessieren, was dir wirklich in dem Moment, als du da diese Ziellinie überschritten hast, was dir da durch den Kopf gegangen ist. Also da habe ich... Ich war auch sehr emotional in dem Moment, muss ich sagen. Ja, weil mich das auch sehr bewegt hat und ich auch gemerkt habe, wie dich das dann doch... dann dort angegriffen hat. Ja, also das kann ich vielleicht noch erzählen. Also ich habe da Rotz und Wasser geheult, als ich über die Ziellinie gelaufen bin. Da hat sich so alles geschlossen. Ich meine, jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin und zum Laufen gegangen bin und mich dahin gequält habe, habe ich diese Ziellinie vor Augen gehabt, über jetzt fast ein Jahr. Und
dann dieses Gefühl, da meinen müden Körper rüber gehievt zu haben, noch 3 Stunden vorher wusste ich wirklich nicht, ob das überhaupt möglich ist. Es wäre genauso möglich gewesen, dass ich irgendwo zusammenklappt. Das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ne? Und ja, dann, aber dann hätte ich dich getragen. Da hättest du mich getragen. Das wäre keine Option gewesen. Das wäre auch nicht, so habe ich selber geschafft. Und dass ich etwas schaffe, wo ich nie gedacht hätte, dass das machbar ist, das hat mich sehr bewegt. Dazu eben diese ganze Zuwendung von den netten Menschen an der Strecke. Das hat mich extrem umgehauen und da habe ich geheult wie sonst was, und was mich auch irgendwie berührt hat, war, dass auch Kai hat das sehr ergriffen und hat dann auch ein Tränchen verdrückt. Dann haben wir uns umarmt und dann habe ich die leckerste Apfelschorle meines Lebens getrunken. Das hat mich bewegt. Also danke Kai, danke, dass wir dich jetzt nochmal nerven durften. Ja, sehr gerne. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Ihr kennt mich, ich bin ja auch ein Ehrgeizmonster, ne? Und ich wäre ja schon längst auf dem Marathon, ne? Und mich hat das auch inspiriert, was der Jakob da gemacht hat. Und ich habe jetzt auch mit dem Gedanken gespielt, ob ich dann auch den Marathon mitlaufe das nächste Mal oder Halbmarathon. Ich habe aber gemerkt, das beginnt so früh. Warum ist das denn nötig? Warum müssen die denn um 9 Uhr an der Strecke sein? Das stimmt, ja, 9 Uhr war Start. Naja, ich sag mal, Schmidt, unter normalen Umständen, ne, wenn man jetzt so einen normalen Sommer hat, ne, dann könnte ja. Es ja im August auch sein, dass es um 10 Uhr schon ordentlich heiß ist. Ja, und das will man den Läufern und Läuferinnen dann einfach nicht zumuten, dass sie dann bei so hohen Temperaturen laufen müssen. Ja, das ist natürlich, das macht Sinn, aber das ist irgendwie, das hält mich davon ab, muss ich ehrlich sagen, sonst wäre ich schon längst dabei. Ja, mitten in der Nacht der Marathon, ja, verstehe ich. Nachts um 9 Uhr morgens. Aber die, ich meine, das kann ich jetzt ja auch sowohl an Klaas als auch an dich, Schmidti, nochmal richten. Jetzt im September ist ja der Berlin-Marathon. Oh. Der komplette mit 42 Kilometern. Ja, der richtige, ne? Der lange. Ja, das schaffe ich doch nicht. Ja. Aber du würdest das schaffen, Klaas. Du bist das nicht schaffen. Nein, ich würde das nicht schaffen. Nee, das ist auch Quatsch dann. Wirklich, sowas ist ja Quatsch. Das muss also man wirklich sagen. Klaas, ich sag mal so, ich würde dich unterstützen. Ja. Ich würde ihn aber nicht mit dir laufen. Okay, ich habe verstanden. Ist in Ordnung. Ich würde dir sagen, was man vorher essen und trinken muss und so. Wir können auch am Abend vorher einen Teller Nudeln essen. Du bist wie eine Mutter für mich. Dankeschön. Aber laufen musst du ihn alleine. Ja. Okay. Na gut, Kai, ne, was musst du heute noch machen? Was musst du heute noch machen? Was ist in deinem Leben noch los? Der muss jetzt Quizfragen schreiben, der muss Elton aus dem Kühlschrank holen und dann geht's wieder los in Hamburg. Ja, genau. Ja, es geht bald wieder los und dann freue ich mich auch, wenn wir uns sehen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann essen wir abends einen Teller Nudeln und dann beantworten wir alle Fragen doppelt so schnell. Genau so machen wir das. Ne? Und du musst dann noch überlegen, wer dein Telefonjoker sein soll. Schmidti oder Jakob. Oh. Ja, aber vielleicht rufe ich auch einen Prominenten an. Schwein. Also Kai, ich hab dich lieb. Dankeschön. Tschüss. Ich hab euch auch lieb. Ich hab dich auch lieb. Gut, ihr Lieben. Tschüss. Yo. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Jetzt hast du Kai nicht gesagt, dass du ihn lieb hast. Thomas, kannst du das nochmal machen? Kai, ich hab dich lieb. Gut. Okay, geht doch. Ja. Werbung. Ja, heute reden wir mal über ein Problem, was man ja zum Glück nicht mehr so stark hat, aber was mal echt ein großes Problem war. Es ist hier und da noch spürbar, aber bei O2 zumindest eigentlich so gut wie nicht mehr, denn 99% der Bevölkerung sind sehr gut versorgt mit dem sehr guten Netz von O2. Die haben das natürlich ausgebaut. Ja? Früher war das anders und man hat sich vielleicht immer mal dran gewöhnt, dass irgendein Anbieter, zum Beispiel O2, vielleicht das hier und da nicht hatte. Ja. Das ist mittlerweile anders. Das Netz ist ausgebaut. Man hat eigentlich überall Empfang. Und wir alle kennen diese Situation, wenn es mal wirklich mal sein musste, dass man dringend mal Empfang brauchte. Ja. Ich kann mich noch erinnern, ich war mal auf irgendeiner Scheunenfete in der Nähe von Oldenburg, da gab es immer so Scheunendiscofete und sowas, und wie das immer so ist, ne, die ersten 2-3 Stunden macht super viel Spaß, dann sind alle besoffen, die Vernünftigen gehen nach Hause, nur die Idioten bleiben über und die sehen sich dann gegenseitig, und was machen sie? Sie fangen Massenschlägereien an, und dann bin ich rausgerannt und habe mich gegenüber am Bauernhof in so einem Stall versteckt, damit ich nicht auch noch eins auf der Glocke kriege, weil ich sehr klein und dünn bin, ne? So. Und da hatte ich ein Handy in der Hand und wollte meinen Kumpel anrufen, dass der mich dann mit dem Auto abholt, und ich hatte keinen Empfang. Oh nee. Und dann musste ich immer in der Gefahr gesehen zu werden von den Prügelnden, ne? Ja. Musste ich Netz suchen da irgendwo hinterm Heuballen. Ja. Und das war Kacke.
Das könnte mir heute nicht mehr passieren. Ja, das ist ja fast wie so ein Zeichen Gottes, dass er wollte, dass du auf die Schnauze kriegst. Ne? Sag mal, dass er ausgerechnet in dem Moment kein Netz hat. Ja, Horrorsituation. Überhaupt nicht. Ich habe auch schon versucht, ganz dringend ein Bahnticket zu buchen, weil ich wusste, der Zug kommt jetzt in 20 Minuten, ich muss den noch nehmen. Dann versuchst du da irgendwie, dass du, und dann geht's nicht, weil du genau in dem Moment keinen Empfang hast. Eine Scheißsituation, hat keiner Bock drauf. Deswegen sind wir, O2, sehr dankbar, dass sie diesen Netzausbau so mit vorantreiben und dass man wirklich sagen kann, du hast es eingangs auch schon gesagt, 99% der Bevölkerung sind inzwischen jetzt sehr, sehr gut versorgt, ganz besonders von O2 mit gutem Netzempfang. Ja, das muss man eben dazu sagen, weil man sich irgendwie so daran gewöhnt und denkt, das ist so, das so, das so, dass sich das weiterentwickelt und ein eine ständig sich weiterentwickelnde Sache ist, so ein Netz und eben auch die Netzqualität. Das könnt ihr euch ja nochmal in den Details anschauen auf o2.de/netz. Da gibt es nochmal alle Informationen dazu und wer sich dafür genaueres interessiert, kann ja da nochmal hineingehen. Da gibt es alle Fakten. Aber ihr müsst keine Angst mehr haben, dass ihr mit O2 irgendwo im Regen steht. Es ist ein sehr gutes Netz. So. Werbung Ende! Darf ich nochmal eine Sache sagen zu einer vergangenen Zeit schon, also in den Ausgaben davor. Weißt du noch, als du, Jakob, als du Thomas auf dem Boot besucht hast? Ja. Ne, vor, weiß nicht, 2-3 Wochen oder so war das, ne? Nee, vor 2 Wochen, ja, war, genau. Zu, genau. Ja, am Samstag. Und, da hast du dir doch extra, Thomas wird sich da auch gut dran erinnern, so ein Outfit gekauft, ne? Ja, erinnere ich mich. Ja, ich habe ich auch gepostet. Ich habe so ein Outfit aus so einem ganz schönen Seidenstoff, wo der Stoff derselbe bei der Hose ist wie beim Hemd. Genau, und auch mit demselben Muster drauf. Ja, das war sehr auffällig. Ja, genau. Da war nämlich, John hätte gesagt, das ist mir ein bisschen zu... Genau, zu schrullig. Zu schrullig. Ja, und da hattest du, da war ein Ananas war da drauf. Es war ein Ananas-Druck drauf. Goldene Ananas auf schwarzem Grund. Genau, und ich bin jetzt darauf aufmerksam gemacht worden, dass... die Ananas als Symbol, gerade auf Kleidung, durchaus auch schon noch, also ich habe mich gefragt, ob das ein stummer Schrei nach Offenheit bei dir war. Wie? Ein stummer Schrei nach Liebe letztendlich, weil das Symbol Ananas auf der Kleidung bedeutet in internationalen Swingerkreisen Ansprechbarkeit. Also es gibt also in der, ist jetzt keine Feste. Ist das ein Witz? Ist kein Witz. Man muss sich jetzt, als Swinger ist jetzt nicht so wie beim Marathon, dass man sich irgendwo jetzt anmeldet. Hast keine Startnummer, du hast keine Startnummer. Mit Sinne. Der Nummer 7, Bernd. So, man wird auch nicht danach im Internet, kann man gucken, wie, so wie die schnell Zeit einer war. Ne? Oder dreimal. Ne? Ja. Wie viel kmh. Also man hat jetzt, das ist eher, sagen wir mal, ein lockeres Zusammenfinden, ne? Alles kann, nichts muss er auch schon mal gehört. So, und es ist, das Swinger-Dasein ist aber dann trotzdem schon auch irgendwie eine wabernde Gruppe, der man sich anschließen kann, wenn man denn möchte. Damit aber auch auf der ganzen Welt, man sieht es den Leuten nicht an der Nasenspitze an und man kann da vielleicht dann auch vielleicht mal daneben greifen und am Ende hast du eine Anzeige und wolltest eigentlich gar nicht groß aufdringlich sein, ne? Ja, also und deswegen gibt es natürlich Codes und Zeichen und bestimmte Grüße, die dann also nur die verstehen. Ja. Und unter anderem ist es wohl die Ananas. Okay. Ja, also jetzt hattest du ein komplettes Ananas-Outfit an. Da waren sehr viele Ananas drauf. Ich finde, wenn du, und du hast dieses Forum hier, weißt du, es gibt Leute, die fahren irgendwie in Urlaub und wollen da allen zeigen, hi, ich und mein Mann, wir sind auch solche, wer Bock hat, quatscht uns an am Strand und dann mal sehen, wo es hingeht, ja. Du hast ja hier dieses Forum des Podcastes, das heißt, du musst ja jetzt ja nicht auf so komplizierte Chiffre setzen, stimmt, Zufall oder Chiffre. Möchtest du hier was sagen? Ich stelle mir gerade vor, dieses Bild, wir haben ja darüber berichtet, wir mussten ja unseren Kollegen Pori mit seinem 8 Meter Stahlschiff da noch abschleppen. Ja. Ich habe einen abgeschleppt. Das kann ich schon mal sagen. Und dann fahren wir hier eher ein bisschen der Captain Swinger, ne, fährt mit dem Stahlboot mit Pori, der auch da oberkörperfrei da sich gesonnt Bums. Hat, während wir abgesperrt wurden, fahren wir da durch die Gewässer. Schön. Ja, war mir neu, die Information, aber woher wollt ihr wissen, dass ich das nicht absichtlich gemacht habe? Nee. Das nicht für mich zu so einem schönen Samstag auch gehört, dass man einfach eine Offenheit auch ausstrahlt, für jeder Mann und jeder Frau und sagt, Mensch, ich bin hier am Boot auf dem See, gesellt euch doch dazu. Wer weiß, man fängt auch erstmal mit einem Gespräch
Gespräch an. Ich liebe, wirklich, ich habe eine bizarre Sympathie für Swinger. Ja. Also welche aus dem Fernsehen, ne? Ja, klar. So, das ist, also wenn ich die, ich liebe nichts mehr als Dokumentation über Swinger. Ja, das liebe ich könnte auch es mir holen. Kenne mich auch gut aus. Ja, ich auch. Außer diese, den Ananas, das wusste ich nicht. Ja, das wusste ich auch nicht, auch als neu. Aber es, ich habe für diesen ganzen, also es sind ja immer liebe Leute, ne? Ja. So in der Regel, da geht's mal los. Aber was ich ganz besonders bezeichnend finde, es hat ja also für mich zum Beispiel gar nichts mit Erotik zu tun, sondern es ist nur so eine kontaktfreudige Grundart, die mich irgendwie interessiert, weil ich so nicht bin. Und deswegen will ich so Leute beobachten dabei, wie die so sehr kontaktfreudig sind. Ja. Und diese alles miteinander verbindende Käsefüßigkeit. Versteht ihr, wie ich meine? Ja, es, ja. Ist, es hat so was Käsefüßiges, diese, ja, ganze, absolut. Diese ganze Szene. So. Ja. Es ist alles so ein bisschen, wo man denkt, ach, hättest du nochmal die Fußnägel geschnitten gestern. Ne? So, die Stimmung, die kommt da so mit rein. Und das die tragen auch so ihre Glitzerunterhose wie ein Anzug zur Arbeit. Ne? Wird halt so für den das Club ist sowieso das dieser Effekt, ja. Dass dann irgendwie, man ist auf einer Kostümparty und irgendwie redet dann das Schwein mit dem Astronaut über Steuern. Ja? Ja. Das passiert auf normalen Karnevalspartys. Aber da ist es schon so, dass man kommt halt rein, ist aufgebrezelt wie der Frankenfurter persönlich. Aber nach 10 Minuten stellt man fest, man redet vielleicht auch mal darüber, dass man sich gerade einen Mähroboter gekauft hat, ja? So, und dann sagt man irgendwie, ja Mensch, jetzt haben wir uns voll verquatscht, sollen wir noch bumsen oder? Ja, wie ist das eigentlich? Also wie, also ne, man weiß dann, dass alle sind jetzt in dem Club, ne? So, ja. Alle, also sind, es ist so Mittwoch 19 Uhr, ne? Ja, zum man hat dann Beispiel. So seinen Sekt getrunken, man hat so ein paar Stück Gouda gehabt schon, ne? Sich da so am Buffet rumgedrückt, Käsehäppchen. So ein bisschen rumgeglotzt und 3 Trauben Fingerfood. Gegessen, ne? Mm. Und da läuft so mitreißende Musik von den Flippers. Und wie würde man denn jetzt den anderen Swinger überhaupt ansprechen? Streichelt man sich so in so ein Gespräch rein? Oder naja, mit einer Ananas auf dem Hemd. Was? Ja, aber nicht, das ist ja klar, die Ananas, und da, also dass alle für denselben Zweck da sind, ist in klar. So einem aber Swinger-Club kommt man ist jetzt, ja wie kommt man jetzt zur Sache? Ja, weiß nicht, Schmidt, wie geht das? Sag mal. Na, ich möchte hier ein bisschen mutmaßen. Wie, also versteht ihr, es ist für alle klar, die Barriere ist gering. Weißt du noch die, als wir mal da in der Kneipe waren, als ich mich da umdrehte und du diesen Holländer da geküsst hast. Ja, das wie war. Wie hast du dich an den rangepirscht damals? Gepirscht. Wie so ein Panther range. Ja, ich werde halt kontaktfreudig, wenn ich mal sowas getrunken habe und irgendwie kam dieser Holländer und das war so ein Bargespräch, ne? Also aber nicht im Swingerclub, was bestellt, ne? Nicht im Swingerclub. Normale dazu sagen. In unserer inoffiziellen Stammkneipe, ja. Hier. Und dann haben wir uns da einfach gut verstanden. Ich fand den so sympathisch und dann kam gerade irgendwie so von La Boom die Fete, der Soundtrack, so, ne? Und in dem Moment hat's mich überkommen. Gemacht, so, und ne? dann habe ich dem ein Bützchen gegeben. Bützchen. Und da, in dem Moment habt ihr alle den Kopf zu mir gedreht und dann habt ihr das in den falschen Hals gekriegt. So. Naja, okay. Das na gut, ein Bützchen, also, ja, ist ja auch in Ordnung. Also, ja, okay. Also deine Taktik, wir wollen jetzt ja wirklich eigentlich nur praktische Tipps haben, ja. Deine Taktik wäre, einfach den Moment auszuloten, wo so ein Bützchen, wo mal okay ist, ja. Und dann mal sehen. Ich meine, wenn man in so einer Kneipe, einigermaßen abenteuerlich in diesen Zeiten, aber in so einem Swingerclub weiß man ja schon, dass eine Offenheit besteht. Ne? Ich war mal zum Drehen, zweimal ja. Sogar, war ich schon zum mit Drehen. Mit Böhmi warst du doch. Mit Böhmi war ich mal da und dann habe ich nochmal für irgendeine andere Sendung habe ich da geguckt, ob man da gut Public Viewing machen kann. Ich irgendwie um EM und so. Und dann bin ich da, habe ich mich da so rumführen lassen da, ne? Und das war immer witzig, weil da klingelt die ganze Zeit das Telefon und dann ist er immer so, ja, 4. Mhm. Aufgelegt und so. Und ja, 6. Was heißt aufgelegt, das? Genau. Habe ich ihn auch gefragt, wer ruft denn da die ganze Zeit an? Ja, das sind irgendwelche Männer, die wollen wissen, wie viele Frauen schon da sind. So. Ach was, echt? Naja, und dann gucken die halt und wenn sie dann ein Gefühl haben, sind genug da, dann kommen die auch. Ja. Ja, weil ist ja auch blöd, ne? Dann kommst du in den Swingerclub, dann. Und ist ja praktisch dieselben Typen wie sonst in der Kneipe. Ja. Was ich gut finde, ist die Idee von diesen Masken, die sie da tragen, so über die Augen. Willst du auch so venezianische Masken? Nein, das hat so was Katziges auch. Mhm. Und gleichzeitig ist man anonym. Finde ich sehr gut. Also da ich wage jetzt den ersten Schritt. Ich wage jetzt meinen Schritt. Liebe Zuhörerin,
bitte nehmt gerne Bezug. Ich möchte mehr Informationen darüber haben, wie konkret die Anbahnung im Swingerclub abläuft. Also wenn ihr das wisst, dann könnt ihr mir bei Instagram schreiben. Also nochmal, ich suche jetzt keine Swingerkontakte, ja, sondern ich das, bitte lass mich mit so einer Scheiße in Ruhe. Wir alle sind interessiert und ich würde das in der nächsten Folge dann konkret berichten, will sagen, mich interessiert ganz konkret der Moment. Man findet ist das jemanden dein neues gut. Nein, das ist nicht mein neues Projekt. Doch, das ist dein neues Projekt. Nein. Kai Pflaume trägt dich sonst dahin. Nein, wenn du zusammenbrichst auf dem Weg. Bitte nicht. Das will ich alles nur privat erleben. Naja, also jedenfalls, bitte beschreib mir mal, wie kommt man dann wirklich, wie geht's zur Sache? Ja, also was muss man dann sagen? Ja, das gut. möchte ich gerne erfahren. Ja, okay. Ja, und ich glaube, es gibt auch viele Zuhörer, die das dann auch interessiert und da sehe ich mich dann auch ein bisschen als Service-Typ. Ja, gut, okay. Käsefüßigkeit ist ein sehr gutes Wort. Ja, das mag das ich betrifft auch das all, also ja. den ganzen Schick von so einem ja. Swingerclub. Und auch in den ein Geruch Wort und alles, das so eine ganze Welt geht da für mich aus. Ja, es ist so ein bisschen, ja, man hat so ein bisschen das ja. Gefühl, das hat so die Erotik von so Nacktkegeln. Ja. Ne? Dieselbe ja. Erotik. Habe ich letztens ein sehr gutes, auf dem Weg zum Studio, habe ich ein sehr gutes Werbeschild gesehen für den Kegelsport. Mhm. Ist ja ein bisschen vom Bowling verdrängt worden und auch Bowling ist nicht mehr die große Nummer. Ja. Aber da hat es mich nochmal überzeugt. Also man denkt ja oft, ne, wir haben ja über Wahlplakate gesprochen, ne? Selten hat mich ein Wahlplakat nochmal gedreht, in meiner Meinung. Aber das Werbeplakat fürs Kegeln hätte es fast geschafft. Ja, was war das? Da stand drauf, Kegeln, ein umwerfender Sport. Sehr gut. Ist gut, ne? Ja. Ja. Wer auch mal das getextet hat, bitte hier anfangen. Das war Jean-Remy Format ja, persönlich genau, damals, als er ja. Kegeln wieder groß machte. Damals, damit meine Eltern jeden Mittwoch besoffen nach Hause kommen. Weißt du, was waren deine Eltern auch im Kegelverein? Nee, gar nicht. Meine Eltern jeden Mittwoch gewesen. Waren nicht, die beim ja? Kegeln mit so anderen 90er-Jahre-Leuten, sonst kannten die ja niemanden. Ja. Aber ist Kegel, war das ein Schiff für Saufen oder hatten die wirklich Spaß am Sport an sich? Naja, halt, also in Hand ging das, ja. ne? Naja, das war, ja. Man trinkt halt Bier dabei, ist halt so. Genau, Bier ja. und so Schnaps und was man ja. in den 90ern halt so getrunken hat. Ja. Ne? Und dann wurde dann halt gekegelt und da wusste ich ganz genau, da kommt die Nachbarin von oben und gegen 22:45 kommen die dann nach Hause. Mein Vater hat auch samstags vormittags nochmal gekegelt und ihm das offenbar so viel Spaß gemacht hat. Der ist aber richtig im Trainingsanzug dahin gegangen. Ne? Wirklich? Ja, damit er sich entweder besser bewegen kann oder damit er praktisch eine größere Bewegungsfreiheit im linken Arm hat fürs Heben des Glases. Wollen wir drei privat nicht auch mal kegeln? Hätte ich viel Lust, dass wir es machen. Aber das ist doch auch wieder so eine ich glaube, dann gibt es, das ist hier wie die Typen, die hier, für unsere Mitarbeiter, die hier Rollschuh fahren in der Tiefgarage. So retro-mäßig. Und mal aufpassen muss, dass man keinen von den Hipstern überfährt beim Reinfahren. Ja, okay. Nicht cool, also. Nee, das ist sowas so. Lassen wir. Während ich übrigens am Samstag mit Kai Pflaume Nudeln gegessen habe, hat ein anderer sich maximal vergnügt. Oh. Das ist der Kollege Schmidt. Meinst du mich? Der war im Heidepark. Warst du doch, oder ne? wie wir ja. Freunde sagen, Scheidepark Drecksau. Na, jetzt hör mal auf. Also, ja, das war so ein bisschen tragisch. Heidepark Soltau, so ja, so heißt das. So heißt das. Ach, Mann, so richtig. Heißt ja gar nicht. Leute. Ja. Ja. Leute, wir haben das unserer Kollegin Katharina Karg zum Geburtstag geschenkt. Das und zwar war der vor Grund. Sechs ja. Jahren. Vor sieben Jahren. Zum 20. Ja, und jetzt vor Corona. Vor sieben Jahren. Jetzt waren wir in der Verlegenheit, dass uns wieder nichts eingefallen ist, was wir ihr zum Geburtstag schenken. Da haben wir gedacht, ach, guck mal, da ist ja noch was offen. Das schenken wir jetzt einfach nochmal. Nur diesmal machen wir es wirklich. Das ist so ein bisschen wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Da haben die ein neues Gesetz erfunden, um das erste Gesetz in Kraft zu bringen. Praktisch, du hast einen Gutschein geschenkt, um den ersten Gutschein einzulösen. Ja. Ja, und dann sind wir, haben wir uns so das Firmenauto geliehen und dann sind wir mit dem Besten, was die Florida zu bieten hat an Menschenmaterial, sind wir in den Heidepark gefahren. Und ich kann es gar nicht fassen, es ist ja wirklich, es gibt ja so Sachen, wo man sagt, ach, das hatte seine Zeit und ist es nicht so gut gealtert oder man ist aus dem Alter raus, dass man davon begeistert ist. Das ist da nicht so. Ich muss sagen, ich habe da einen Ehrgeiz an den Tag gelegt. Das ist so ein bisschen das, was Jakob an der Ehrgeiz, ist das richtige Wort für Spaß? Ja, wir sind wie kleine Kinder da reingegangen und ich habe halt, seid ich ihr auch so gerannt? Alles fahren. Wir sind wirklich gerannt und die Arme über den Kopf. Und, ne, und
Und dann immer Heidepark, das ist unser Tag und so. Und ich glaube, das hat so ganz viele Gründe. Es ist ja tatsächlich, gehört ja der Heidepark ein bisschen zur DNA so von unserer Firma, ne? Mhm. Dass wir haben da so beschissene Drehs gehabt, also gute Drehs mit Olli Schulz, mit den Fahrten, die einen schon jeden Nerv gekostet haben. Und dann irgendwie haben wir zu Neo Paradise Zeiten. Boah, das war die Poop-Spray-Phase, war das. Ja, ja. Die Poop-Spray, die Furt-Spray und sowas, ne? Und da haben wir so schöne Erinnerungen dran, dass das so ein bisschen unser Sehnsuchtsort hat war. Hat er nicht Olli unser Schulz noch irgendwie meine oder Jokos Telefonnummer an der Raststätte an die Klowand geschrieben? Ja, exakt. Und wir sind auch an dieser Raststätte vorbeigefahren und ich habe gesagt, da hängt sie immer noch, da ist sie immer noch die Nummer von Olli Schulz. Wahnsinn. Ja, und dann sind wir in den Heidepark und ich hatte halt so einiges auf dem Zettel. Ne? Und in so einer Gruppe hast du ja auch immer die Gefahr, dass dann Leute irgendwie so Sachen machen wollen wie, wir essen mal was oder wir müssen aufs Klo. Oder sowas. Du meinst irgendwas, Sachen, die abhalten vom, von ja, der nächsten Fahrt. Tierisch, ja, ne? Und am Ende merkt man, ja, ja, es ist 18 Uhr, man muss wieder heim ins trostlose Berlin. So, und deswegen war ich da angezündet. Und ich hab die dann wirklich von einer Achterbahn auf die neue. Ich kann mal sagen, wir sind dreimal Scream gefahren, zweimal Krake, zweimal Kolossos, zweimal Flug der Dämonen, das ist neu, zweimal die Bobbahn, einmal das Limit, einmal die Wasserbahn, einmal Ghostbusters 5D, ist neu, aber kann nix, und einmal Desert Race. Und das an einem Tag. Und man muss sagen, unser Kollege Daniel Rauleder, dem wird halt schnell schlecht. Und dem war ab dem ersten Fahrgeschäft, ab dem ersten Mal Krake, um kurz nach 10 Uhr, war dem kotzübel. Und er hat aber gleichzeitig, ihr kennt ihn ja auch gut, eine Art, er drängt sich nicht auf, er will nicht so auffallen, er will niemandem zur Last fallen. Er zieht dann auch mal durch, ob er im Schnitz sitzt oder auf der Achterbahn. Und ich habe ihn, und es tut mir auch ein bisschen leid, mit meinem straffen Programm auf eine Achterbahn nach der anderen geschoben und er hat wirklich nach jeder Achterbahn gekotzt. Es war richtig nervig. Egal, wo man hinlief, irgendwo stand Rauli in den Büschen und hat gekotzt. Er hat uns wirklich abgehalten. Ich hatte Angst um mein Programm, weil Rauli die ganze Zeit gereiert hat. Aber er hat einfach immer, ich frage mich bis heute, warum er immer wieder mit auf die Achterbahn gegangen ist. Na, er hat Angst gekotzt, hat gesagt, jetzt geht's ihm besser, der weiter. Der hat mal zu mir gesagt, also er hat wirklich den Satz zu mir gesagt, Thomas, alles, was ich im Leben will, ist, dass Thomas Schmidt nicht sauer ist auf mich. Ja, da muss ich auch ehrlich sagen, da muss ich ein bisschen sensibler sein. So, das war kein gesundes Pensum, das wir da hatten. Und mit Rauli, das tut mir wahnsinnig leid. Jetzt, aber ich saß da auf dieser Wildwasserbahn, ne? Und dann fährst du da in so einer Plastikröhre da und dann spritzt es so ab und zu mal so ein bisschen ins Wasser rein und so. In dem Moment habe ich mir gedacht, Alter, wenn uns Außerirdische zugucken, an die Klaas ja so dringend glaubt, wenn die jetzt gerade wieder eins von ihren Warp-Raumschiffen da drüber gleiten und die sehen das, was Menschen so machen, das hat einen fast so gerührt, dass man sowas aufbaut, um Lebenszeit wegzukriegen, ne, oder zu überstehen und dann irgendwie so ganz viele Gerätschaften konstruiert, die einen glauben lassen für einen kurzen Moment, man wäre tot oder man würde sterben und dann kichert man, weil man überlebt hat. Und das ist irgendwie so absurd. Jetzt stellt euch mal vor, ja, so ein Rudel Waschbären würde auf die Idee kommen, so einen Freizeitpark aufzubauen. Mhm. Und würde sagen, so, wir bauen jetzt hier eine Achterbahn und hier. Das ist so, das hat mich berührt, während ich in dieser Wildwasserbahn saß, dass der Mensch so drauf ist, sowas aufzubauen. Ja, das stimmt. Ne? Irgendwie sind doch so süße Geschöpfe, ne? Ja, schon. Was, ne, können die, ne? Es gibt wirklich, keine Ahnung, da gibt es jetzt irgendwelche Leute, die haben natürlich wieder mehr Ahnung, aber ich habe auch mal, bin mal mit dem Boot gefahren und dann kamen so Delfine, man sagt ja eine Delfinschule. Mhm. Also ganz viele Delfine sind dann so mitgeschwommen am, ja, Boot. Und dann sind die so rumgesprungen, auch so Babydelfine, und das war wirklich süß, ne? Und dann haben die da ihre Kunststückchen gemacht und habe ich gefragt, wieso machen die das denn? Warum hüpfen die da rum? Mhm. Was hat das denn für einen Grund? Kriegen die so mehr zu essen? Oder ist irgendwie, also es muss doch irgendeinen übergeordneten Grund haben, wieso die das können, warum die diese Fähigkeit haben. Und dann hat der gesagt, because they can. Also es gibt, also das wahrscheinlich, genau, because it's fun. Ja. Das wird ihnen irgendwie so Bock machen auf eine Art und die finden das auch gut, wenn das andere auch gut finden. Ach. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel hineingegeistert, aber es gibt jetzt keinen richtig nachvollziehbaren Grund, warum die da irgendwelche Saltos machen, ohne dass den einer da im Heidepark im Wasserbecken einem das beigebracht wurde. Ne? Bist du denn auch jemand, Klaas, der gerne Achterbahn fährt? Also macht dir das Spaß? Ja, Achterbahn macht mir Spaß. Ja, diese Dinger, die immer so hin und zurück gehen, ne, wie Breakdancer und sowas. Die hasse ich zum Beispiel. Ja, genau. Die finde ich,
Die finde ich nicht gut, da macht mir keinen Spaß. Aber ich habe letztens gesehen, ich bin draufgemalt auf so eine Attraktion am Oktoberfest. Nein, so gesprüht in so einem Airbrush? Ja. Nein. Das erzählst du jetzt erst? Ja, habe ich vergessen wieder. Ich bin da, da gibt es irgendeine Attraktion, das sieht so aus, das ist wie so ein Funhaus, durch das man so durchlaufen muss. Und es hat aber irgendwie so diese ganze, und das ist leider der kleine Wermutstropfen an der ganzen Sache, es ist so im Stile vom Dschungelcamp. Oh. Ne, von wegen trauen sie sich hier reinmäßig. Ne? Oh. Aber es sieht genauso aus wie diese ganzen, weißt du, diese Witzhäuser, wo dann so kaputte Spiegel drin hängen und von unten pfeift dann so ein bisschen Wind raus und dann wackelt so eine Treppe, so, ne, sowas. Oder es geht so ein Laufband vor und zurück die ganze Zeit. Ja. Und man muss zwischen so Schaumstoff-Sachen so durch. Und da bist du als. Da bin ich so drauf, aber als Dschungelcamp-Teilnehmer gemacht. Und das finde ich irgendwie gemein, weil ich bin ja nun wirklich nicht im Dschungelcamp gewesen. Nee. Ja, und dann haben die mich aber als Dschungelcamper so angemalt und dann bin ich dann irgend so ein Ding da. Ach, also das würde ich sehr gerne sehen. Wer uns das mal zuschicken kann, würde mich freuen. Also ich glaube, dass ich das bin, vielleicht bin ich das auch nicht, ne? Aber manchmal schicken einem ja Leute was zu und sagen, guck mal, das sieht aus wie du. Und ich denke jedes Mal, nein, sieht überhaupt nicht aus wie ich. Aber da war das erste Mal, dass ich dachte, oh ja, das sieht aus wie ich. Fahrt ihr das nächste Mal mit mir? Ja, du hast ja gar nicht Bescheid gesagt. Ja, bei dir, also ich wusste ja, du bist in Italien und du bist nicht da. Aber Jakob hatte ja schon ein Ticket und hat Gott sei Dank, um Gottes Willen, es war ja ein Tag vor seinem Marathonversuch, hast du im letzten Moment nochmal abgesagt und natürlich war die Enttäuschung groß, aber ich habe gesagt, also das hättest du niemals, ich war fix und alle, weil du den ganzen Tag hast du Adrenalin und ich kam mir danach vor, als hätte ich so eine Woche alle Drogen dieser Welt genommen und habe danach werd so depressiv, weil einfach das normale Leben nicht so aufregend ist, wie diese 12 Stunden, die man da erlebt hat. Ja, das ist, also ja, ich kann es mir vorstellen. Der Heidepark macht mit dem Körper dasselbe, was wahrscheinlich Kokain macht. Es reißt alle Türen auf, wo das Endorphin gelagert ist und schießt praktisch alles an einem Tag weg, was normalerweise für eine Woche reichen muss, wird da in einem Tag, wird das alles in die Atmosphäre geschossen und dann macht das natürlich, ist ja logisch, super viel Spaß. Ich glaube, es ist wirklich ein bisschen so, ne, wenn man durch diese Endorphine, die man irgendwie beim Achterbahnfahren und so, ne, das wird ja dann das ist ja das, was daran Spaß macht, ist, dass der Körper in so eine Notsituation gerät, irgendwelche Notprogramme anschmeißt, ein bisschen viel Endorphin raushaut, Adrenalin, ich weiß es nicht, und dass man dann einen Tag später sich leer und verbraucht fühlt. Ja. Das kann ich glaube, die Endorphine, die kommen wirklich deswegen, weil der Körper merkt, oh, wir haben das Ding überlebt. Und dann fängt man auch wirklich so an zu kichern. Wir kennen das von unserem Fallschirmsprung. Wenn man dann unten gelandet ist, dann lacht man ohne Grund. Und das ist so, da schießen die Endorphine rein und sagen, du hast überlebt und schwupps war ich schon wieder auf Kolossos. Aber Schmidt, und so ging das den ganzen Tag. Könnte das denn jetzt sein, dass du so ein bizarrer Freizeitpark-Fan wirst mit so einer blauen Heidepark-Mütze auf und der dann immer schon so Pfahlsitzer. am Tor wartet, weil weißt du, wieso sollte dein Leben daraus bestehen, hier zu schuften im Bergwerk der Witze, wenn du auch fast jeden Tag einfach in den Heidepark gehen könntest? Ich habe in dem ganzen Heidepark keinen einzigen Job gesehen, der da von Mitarbeitern ausgeführt wurde, den ich nicht lieber hätte als meinen tatsächlichen Job. Ja, dann bon voyage. Vor allem der Typ, der bei der Krake und so auf den Knopf drückt und dann geht die Gitter zu und dann fährt das Ding los. So, das ist toll. Oh, jetzt wieder einsteigen dabei sein. Das ist das Traurige, solche Typen gibt es da nicht, ne? Nee, die gibt es da nicht. Aber es ist auch geil in diesen Warteschlangen, die sind jetzt nicht so geil, aber da läuft dann auch immer so Hans-Zimmer-Musik. Ich denke sofort, ich bin bei Duell um die Welt. Man steht nur an so einer Metallschranke. Ja, dann wird es gruselig. Und dann der Flug der Dämonen. So, und da habe ich mich den Dämonen gestellt. Es war alles herrlich. Es war ein herrlicher Tag. Und danach war wirklich so das Gefühl, man ist komplett verbraucht. Und gleichzeitig, man muss zurück in die erwachsene Welt. Aber so, man kommt aus diesem Tor raus und man denkt so, scheiße. Am Montag ist wieder Florida TV. Ich habe jetzt gerade kurz einen Einwurf gehabt. Und dann, auch wie sich so die Welt verändert. Als ich, ja weiß nicht, war ich so ein junger Jugendlicher vielleicht sogar noch ein bisschen jünger, da waren eben auch im Heidepark die Weltrekord
Kandidaten für Verhallsitzen. Ja. Ja. Und das war ein Riesending, ne? Das war mal innen auch. Alle so, wussten ne? das, ne? Verhallsitzen, also jetzt, viele werden jetzt zuhören und sagen, hä? Was ist Verhallsitzen? Da gab es im Heidepark so eine Art Platz, ja? Und da waren so hohe Holzpfähle aufgestellt. Die waren wirklich so 6-7 Meter hoch. Und da saßen oben auf dem Pfahl saßen Leute drauf. Ja, und die waren um die Wette. Die saßen da Tag und Nacht. Und dann gab es so Regeln. Die durften dann einmal die Woche zum Scheißen raus oder weiß ich, oder einmal am Tag oder ich weiß nicht, wie das ist, ne? Und durften dann Pipi konnten die da oben machen und so. Und da wurde sich auch viel Gedanken gemacht. Und da waren eben Leute, die monatelang Tag und Nacht auf diesem Pfahl saßen. Und das war, irgendwann hatte man sich daran gewöhnt, dass das jetzt so ein Ding ist. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat. Und dann hat wohl, also klar, logischerweise auch einer gewonnen. Der ist jetzt heute nicht mehr so berühmt wie damals. Aber dann kamen Kamerateams dahin. Das war auch eine riesen Werbeaktion für diesen Freizeitpark. Ich weiß nicht, was sie dann noch... Ich glaube, der Rekord lag irgendwie bei 28 Tagen oder so. Ich habe mir eine ganze Doku auf YouTube darüber angeguckt, über die Pfahlsitzer vom Heidepark. Ja, das ja. ist ja wirklich. Oder das ist ein Zeitdokument. Aber ich... Weil es spricht auch für unsere Gesellschaft. Ja. Also wir haben doch jetzt nun Besseres zu tun, als auf dem Pfahl zu sitzen mittlerweile. Naja. Aber Schmidt, jetzt mal Hand aus Herz, wäre das was für dich? Nein, wäre das nicht. Mal, also, ist nein, das nicht mal nee, was für dem, dich, wo du mal so ein Jahr nein. drauf trainieren könntest? Um uns da stolz zu machen auf den Fall. Wir können es jetzt, deswegen ist es für mich dann ausgeschlossen, wenn wir alle drei beschließen, in den Heidepark zu fahren und Pfahlwettsitzen zu machen, dann bin ich dabei. Nee, für uns ist das nichts. Ich möchte es ja nicht machen. Vor allem, das sind natürlich auch so Leute, die wenn man das jetzt mal so googelt, das werdet ihr vielleicht jetzt zu Hause auch mal machen. Das sind alles Leute, die man dann da sieht, die auch so aussehen, als wäre das auch für sie die beste Sportart. Da oben drauf zu sitzen, wie auf dem Klo letztendlich. Und dann halt fahl zu sitzen, weil jetzt für andere Hochleistungssportarten vielleicht körperlich auch gar nicht so geeignet wären. Pass mal auf, ich lese mal kurz vor, ja? Dieser Satz, das ist Kunst, was hier steht. Wenn der 53-jährige Dieter Jimmy Zimmermann am morgigen Samstagabend, in Klammern 20 Uhr, in seiner Heimatstadt Tann in der Hessischen Rhön empfangen wird, dann hat er einen publicity-trächtigen Job hinter sich. Für genau 75,76 Euro pro 24 Stunden hat der Mann aus Tann-Knotenhof, in Klammern im Kreis Fulda, insgesamt 165 Tage lang im norddeutschen Freizeitpark Soltau auf einem 2,50 Meter hohen Pfahl gesessen. Ein halbes Jahr? Ein halbes Jahr saß der auf dem Pfahl? Ja. Für 75 Euro am Tag. Ja. Tja, muss er auch wollen, ne? Ja, aber ich bin überrascht, dass das auch praktisch ein Beruf ist, ne? Ja. Also, mir fiel es gar nicht aber, ein. Aber du, wir können doch unsere ZuhörerInnen entscheiden lassen. Wenn die wollen, dass wir Baywatch Berlin auf dem Pfahl machen, dann sind wir da offen. Also ich bin da nicht offen, ich sag's nochmal. Also, ich habe jetzt hier keinerlei Offenheit signalisiert. Ich habe nicht mal ein Ananashemd an, um ich Offenheit war auch nicht zu signalisieren. Der schönste Mann Berlins zu werden, ne? War ich auch gar nicht so offen. Vielleicht lassen wir uns da einfach mal hintragen zu unserem Glück. Aber auf dem Pfahl, da hast du so richtig, da spürst du so ein Kribbeln in dir, wenn du darüber sprichst. Oder? Er zieht dich eine unsichtbare Kraft zieht dich auf den Pfahl. Also was ich sagen muss, ich hätte auch mega Bock, diese Pfahlsitzer-Kluft anzuziehen, nämlich ein Polohemd und so eine Mütze. Dass man die Original-Pfahlsitzer-Uniform hat. Ist ja Wahnsinn. Ich könnte mir das vorstellen. Wir können doch da mal einen Tag und eine Nacht sitzen und dann nehmen wir 5 Folgen auf in der Zeit. Ist doch super. Eine Nacht. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was du dir davon versprichst. Muss man erstmal eigentlich zu Hause auf dem Heimpfahl trainieren? Und auf so ein, weißt du, dass du so auf so einen Meterpfahl erstmal zu Hause ein bisschen dich warm machst? Das machst so. Du schon auf dem Bürostuhl. Ja. Das war, ich kann sagen, es gibt einige, die sind erstaunlich trainiert. Ja. Mann. Ich bin dafür. Klaas, für dich ist jetzt auch irgendwie der Urlaub vorbei, ne? Jetzt wird wieder geschuftet. War es denn ein schöner Urlaub? Da war schöner Urlaub. Ja. War schön. Ich kann Urlaub sehr, sehr gut, wirklich. Also ich habe so lange Urlaub gemacht, dass ich zwischendurch nicht mehr das Gefühl hatte, es sei Urlaub. Wie das wäre jetzt das normale Leben, dass man ganz am Pool hängt. Oder ja, was? Genau. Ja, ich habe jetzt nicht nur Urlaub gemacht, ich habe zwischendurch immer irgendwas gemacht, so, aber trotzdem so die Urlaubstage in dieser Zeit,
kam mir nicht mehr so vor und ich habe mir dann wirklich, hatte richtig Angst, dass ich nach Hause komme und so denke, ich war nicht im Urlaub, weil ich mich zu sehr dran gewöhnt habe, weil die Satisfaction also der Lack war so ab, ne? Ja. Also im besten Sinne, ich bin halt so richtig angekommen, ich hatte das Gefühl, ich bin umgezogen dahin, ich dachte, das ist mein neues Leben, so lange war ich weg, ich dachte, das ist es jetzt. Und dann dachte ich, wie ist es denn, wenn man jetzt dieses Urlaubsgefühl sich praktisch abtrainiert hat durch zu hohen Gewöhnungseffekt? Ja. Und dann war ich aber wieder zu Hause und es hat eine halbe Stunde gedauert und dann dachte ich, das war sehr schön im Urlaub. Und da habe ich gemerkt, hier, das hat sofort geregnet und grauer Matschehimmel und naja, so, weißt du, dann die ganze Stinkbomben da aufmachen zu Hause zum Waschen und so, da weißt du schon, bist du wieder zu Hause. Ne? Aber ist für einen Prominenten wie dich, ist es da nicht nur, also musst du zum Himmel schauen und gucken, wie das Wetter ist, um zu merken, dass du gerade nicht Urlaub hast. Ach so, weil sonst die Umstände gut sind, ne? Mhm. Ja, es ist für mich eine Herausforderung, im Urlaub es schöner zu haben als zu Hause. Wie ist denn das? Es gibt doch auch immer wieder so Orte, wo dann alle Prominenten hinfahren. Hast du mal einen Prominentenurlaub gemacht? Nee, sowas mache ich absichtlich nicht. Ich habe jetzt ein Hotel schon mal, jetzt, wo wir nur kürzer sind, habe ich was gebucht. Und da habe ich die Frau bei der Buchung am Telefon gefragt, ob da viel Prominente sind. Ja. Bevor die praktisch wusste, wer ich bin, also so, weißt du, bevor mein, habe ich so ein bisschen jetzt nicht so platt über gefragt, Eck. Sondern ich habe so über Eck so hintenrum gefragt, ne, gibt es da so Umschreibungen dafür, ne, ob da viel so andere, weil das ist meine absolute Horrorvorstellung, dass ich da dann bin und dass ich dann irgendwelche Leute treffe, auf die ich dann keinen Bock habe und so, und selbst wenn das nette Leute sind, man hat ja dann keine Lust, das ist ja wie, als würdest du deinen Nachbarn oder einen Arbeitskollegen irgendwo treffen, der nett sein kann, aber in der Funktion, in der er in deinem Leben ist. Ich habe jetzt keine Lust, dass der mich hier so in der Badehose so beim Slushy-Holen voll quatscht. Weißt du, wie ich das meine? Also ich habe dann keine Lust mit dem dann, ich kann ja auch nicht sagen, ich habe jetzt keine Zeit oder so. Weil ich bin ja im Urlaub, ich habe ja die ganze Zeit. Ich habe jetzt keinerlei Ausreden mehr. Aber es klingt sehr konkret gerade. Nein, nein, ach so, du meinst, hypothetisch, weißt du? Naja, nein, mir ist das schon mal passiert, aber das war jetzt nicht so, da war das nämlich zum Beispiel das Ding, absolute Grundsympathie, ja, und trotzdem denkt man sich, das ist aber ein paar Jahre schon her, da war ich in einem Hotel und da kam dann Olli Geissen, Oliver Geissen, kam dann rein und es gibt nichts, was ich gegen den jemals haben könnte, ich glaube, er gegen mich auch nicht, und trotzdem haben wir uns beide mit dem im Angesicht, ich sehe ihn, er sieht mich, wir erinnern uns beide gegenseitig an die Arbeit. Ne, das ist so, als wenn auf einmal da so ein Aktenordner rumliegt und man das Gefühl hat, man sieht Gespenster so. Ne? Oder noch eine Rechnung mit dem Urlaub. So eine Rechnung mit dem Urlaub oder so, man hat das Gefühl, man muss da noch was wegarbeiten. Wenn so ein anderer Moderator auf einmal in den Frühstücksraum kommt, dann denkt man sofort an die MMC-Studios oder sowas, ja? Also an so Orte, Oliver wo man... Oliver Geissen ist ja sowas wie der Pfahlsitzer des deutschen Fernsehens. Stimmt, der hat lange durchgehalten. Der darf auch nur alle drei Tage aufs Klo. Sonst muss er moderieren. Und die und dann war das aber so, das haben wir, muss ich sagen, und nochmal schöne Grüße an dieser Stelle, lieber Olli, das haben wir, falls du dich erinnerst, extrem professionell durchgezogen, diese Situation. Wir haben nämlich von unserem Talent Gebrauch gemacht, wir haben einfach moderiert. Wie, also ich stelle mir so vor, er kommt auf dich zu und dann läuft... Nee, er läuft... Nein, nein, er ist auf mich zugelaufen, ich sitze am Tisch, frühstücke gerade, habe überall Nutella und erkenne die Situation und weiß, jetzt muss ich handeln, er erkennt die Situation auch, es war zu spät, also waren auch zu wenig Leute, um aneinander vorbeizugehen. Ja. Ich bin aufgesprungen, er ist auf mich zugekommen und wir haben die Situation durchmoderiert. Ja, es ist schön hier. Ja, das Frühstück ist super. Ja, die Mitarbeiter sind super. draußen ist das Wasser ein bisschen kalt, weil Atlantik. Ja, und der Wind. Und mit dem Wind kommt der Sand, geht einem in die Ohren. Das ist leider schade, aber dafür muss man sagen, immerhin nicht so voll der Strand. Sehe ich auch so. Alles klar. Wann fahrt ihr wieder? Wann fahrt ihr wieder? Wie lange seid ihr schon hier? Wie lange seid ihr schon hier? Okay, super. Schönen Urlaub noch. Kurze Pause. Bis hier gleich. Ist Cascada. Und hier ist Cascada. Sophie Alice Baxter mit ihrem Hit Murder on the Dance Floor. Und habt ihr euch dann auch, also ihr habt euch so Moderatorenfragen auch dann gestellt? Ja, wir haben uns da so einmal durchmoderiert und das fand ich sehr gut, ne? Muss man sagen, ich habe im selben Urlaub war auch noch Norbert Röttgen. Ja. Ja? Mhm. Norbert Röttgen, der mal CDU-Vorsitzender werden wollte, damals aber, glaube ich, gar nicht großartig was war, weil Merkel ihn da gerade rausgeschmissen hatte. Mhm. Und ihn, glaube ich, auch so durch die Blume als Verrückten bezeichnet hat.
Der ist dann zur Deutschen Bahn, glaube ich, in Vorstand gewesen. Genau, ja, und das war aber so die Zeit, wo man eher noch so, es halte einem noch in sich, dass Angela Merkel irgendwie so in ihrer Art, die indirekt ist, gesagt hat, er hat nicht mehr alle Bimmel an der Bommel. Ne? Heute gehört er zu den ganz Vernünftigen in der CDU. Ja, und das liegt das an ihm? Hat er sich gemacht oder ist die CDU verrücktheitsmäßig runtergerutscht? Exakt. Ich weiß es nicht, ich bin auf jeden Fall, war damals schon Fan von ihm, weil er es zumindest geschafft hat, den Sexiness-Faktor der Deutschen in diesem Hotel hochzutreiben. Weil das ist ein eleganter Mann, ne? Eleganter, schöner Mann. Wir haben uns da geflissentlich ignoriert, weil wir ja nun nicht dieselbe Branche teilen. Also er hat keine soziale Verpflichtung, mir Hallo zu sagen. Ich muss ihn auch nicht kennen. Ne, es ist wie damals beim Echo, als Christian Wulff neben Bushido am Pissoir stand und ich das von hinten gesehen habe und dachte, da wissen beide nicht, wer jeweils der andere ist. Ne? So, und so war das da auch. Aber irgendwann haben wir trotzdem angefangen, uns geschäftsmännisch zuzunicken. So, ja. Am Pool. Ja. Also es heißt, Prominente untereinander grüßen sich. Genau, das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Das passiert einfach, weil man nicht mehr weiß, kenne ich den jetzt oder nicht. Ja. Würdest du mich grüßen, wenn du mich siehst am Pool? Dich jetzt, also mit unserer Vorgeschichte oder wenn du einfach so irgendeiner wärst? Oder wie meinst du das? Naja, da kann ich mir denken, dass du mich wenn nicht wir uns jetzt würden. Zufällig im Urlaub treffen, aber wir sind ganz normal Klaas und Schmidt, ne? Ja. Ob ich dich dann grüßen würde, ist deine Frage. Ja. Oder ob ich dich 2 Wochen ignoriere und dann danach so ganz scheinheilig frage, wie der Urlaub war. Ja. Das sind obskure Vorstellungen. Also ich würde dich natürlich, ich würde es so machen. Ich würde zu dir gehen und sagen, Schmidt. Zunicken, ne? Nee, ich würde zu dir gehen, ich würde sagen, Schmidt, hier ist wirklich, hier ist ein sensationeller Zufall passiert. Kurios, cool. Okay, haben wir jetzt beide erlebt, haben wir was zu erzählen. Du willst deinen Urlaub haben, ich will meinen Urlaub haben. Wir haben uns jetzt hier gesehen, wir sprechen das jetzt offen an, wir besprechen den Elefant im Raum. Du willst deine Ruhe, ich will meine Ruhe. Wir sagen uns einmal am Tag Hallo und daten uns ab für 10 Minuten und ansonsten macht jeder sein Ding. Das fände ich voll okay. Wir müssen das wie in so einer Reality-Show, es gibt so verschiedene Bereiche. Und bei mir ist der armen Bereich, du bist im reichen Bereich. Genau, und ich bin oben in der Raumstation. Zum großen Spiel. Ja. Dann können wir Ping-Pong spielen irgendwie. Und dann rasiere ich mir die Haare ab und fange an zu heulen. Ja. Oh Mann, ey. So sieht's aus, ne? Die Welt ist verrückt geworden und ich habe da noch eine Warnung an euch, vor allem an dich, Klaas, ne? Wieso, was ist? Du bist ja auch sehr aktiv bei Twitter und so, ne? Absolut. Ja, und wir sind ja seit Jahren, sind wir Fan eines Artikels, den die Süddeutsche mal geschrieben hat, über das Großmimentum bei Schauspielern. Mhm. Erinnerst du dich an den Artikel? Nee. Doch! Der ging's doch, ich weiß, dass ich so Müller-Stahl. Tut mir leid, dass ich so doll geschrien habe, liebe fast Eingeschlafene um diese Uhrzeit. Es tut mir leid, dass ich so laut geschrien habe, war keine Absicht, aber mir ist halt das wieder eingefallen, habe ich mich drüber gefreut. Ich bin auch nur ein Mensch. Können wir den in die Shownotes packen, den Artikel? Den können wir in die Shownotes packen, der ist sensationell. Es geht um so Beobachtungen, wie sich Armin Müller-Stahl, glaube ich war es, der große Schauspieler, sich seiner Rolle als großer Schauspieler sehr bewusst ist und so Spleens an den Tag legt und im Grunde hinter allem, was er macht, selbst wenn er sich einen Kaffee öffnet, halt die ganz, ganz große Geste und seiner Bedeutung bewusst ist und sich den Seidenschal umhängt und irgendwie längst rausgetreten ist vom Schauspieler, der auch ein Stück weit als Arbeiter funktioniert, ja, und ein Teammitglied ist, hin zu einem Schauspieler, der irgendwie die Welt verändert mit seiner Kunst. Aber guck mal, und darum geht es in dem Artikel. Ja, genau, ich möchte nur einen Typus, ganz kurz, gleich weiter, ich möchte nur einen Typus hinzufügen, den ich jetzt neu entdeckt habe für mich. Das ist nämlich die feine Seite des Großmimentums. Es gibt aber noch was anderes und das ist die sogenannte Wuchtigkeit. Es gibt manchmal so naturgewaltige Wuchtigkeit bei Schauspielern, ja? Dieses Gérard Depardieu-artige, diese Kartoffelzerquetscherhände, ja, die immer so alles mit so einer geerdeten Grobporigkeit machen. Ja. Das ist auch was Schauspielermäßiges, dass die immer so schwitzen und so immer so alles in die Hand nehmen und immer so gleich, so weißt du, so überhaupt so Ben Becker-artig auch. Ben Becker-artig, diese Burgschauspielerartige Wuchtigkeit, diese Das gilt für alle, die in Das Boot mitgespielt haben. Außer stimmt, Grönemeyer. Ja, stimmt. Ja, so Tobias Moretti-mäßige Wuchtigkeit. Ich hole jetzt hier noch die KTM aus dem Dings und dann kann ich über den Acker und dann haue ich mir eine Flasche Wein rein und dann geht's weiter und dann esse ich alles mit den Händen. Ja. Das machen auch Schauspieler. Ja.
Und dann gibt es aber halt diese, die wirklich die Künstler, die irgendwann all das glauben, was ihnen irgendjemand, irgendein Regisseur oder sei es irgendwie Catering mal zugerufen hat, dass sie wirklich sich glauben, dass sie mit ihrer Kunst die Welt verändern. Und das ist dann auch so, das gleitet dann ganz schnell ab in so eine Selbstbesoffenheit. Ne? Man ist einfach zufrieden mit sich und das mal tausend. Und das beobachte ich mehr und mehr auf Twitter. Das ist leider der neueste Trend auf Twitter, dass man irgendwie so, man schreibt einen Tweet, der wird auf einmal abgefeiert, der hat also dann 200 Retweets, das ist ja das Abfeiern von Twitter, und auf einmal merkt man, ich kann was bewegen mit meiner Kunst, in dem Fall mit Tweets. Und wenn man dann nicht aufpasst und die richtige Ausfahrt nimmt, dann nimmt man sich plötzlich zu ernst und denkt wirklich, man ist so Politiker, Staatenlenker, man ist irgendwie der die Finger in die Wunde legt, man ist all das in einer Person. Man läuft da Gefahr, ich will mich da nicht ausnehmen. Mhm. Ne? Ich habe auch das Gefühl, ich twitter morgens und dann wird im Kanzleramt erstmal gecheckt, was ich da so gemacht habe, und dann wird gesagt, also Punkt 2 unserer Tagesordnung, erstmal die Tweets von Häufer Umlauf durchgehen, ob da was Gutes dabei war. Ja. Für Deutschland oder ja. Europa oder was. Ja. Ja, und da muss man auch aufpassen, dass wenn man so einen Hit hatte, ne, dass man jetzt irgendwie... Moment, ich bin bei Twitter nicht so unterwegs. Was ist denn ein Hit bei Twitter? Was super viele so Leute, die das gut finden. Ja. 500 Likes. Ja, ja, super. Dann 500 ist man Likes. Wer, ja? Da ist man wer. Da ist man praktisch. Wer, ne? Denn natürlich, das ist der Moment, wo bei G20 gesagt wird, kurze Pause, Leute. Ja. Holt Herr die Putin aus dem Weg. Bringt mal die Tweets rein auf dem Tablet. Wir müssen gucken, was jetzt gemacht werden muss. Ja. Und angenommen, du hast da jetzt mal so einen Hit, ja, also 500 Leute fanden eine bestimmte Art von Tweet gut oder eine Meinung, die du da ausgesondert hast. Und du machst dann über Wochen nur noch diese Meinung in allen Varianten und kommst dann in so einen Strudel. Und das ist das Gefährliche, dass du auf einmal denkst, du kannst wirklich am ganz großen Rad der Zeit drehen. Und das ist der Moment, wo es das, was der Artikel beschreibt vom Großmemetum, auf Twitter überschwappt. Und ich bemerke das bei vielen Kollegen und so, die da gerade Gefahr laufen, da so reinzulaufen. Ja, du, also, wie gesagt, also, du kannst es mir auch direkt sagen, ne? Du musst jetzt hier nicht immer so hier um den großen Teich quatschen hier. Es ist schon okay. Ja. Aber ganz ehrlich, Schmidt, und das sage ich dir mal, wenn ich da was ins Internet schreibe, dann merke ich das auch. Also ich bin teilweise, gehe ich aus der Haustür raus morgens und habe nichts geschrieben, ne, vorher. Nichts getwittert, keine Gedanken gehabt, keine Lösungsvorschläge, das ist ja auch das Ding, ne. Keine Forderung. Und vor allem habe ich niemandem gesagt, was er alles schon falsch gemacht hat. Und dann merke ich manchmal der Atmosphäre in Deutschland an, dass eine gewisse Orientierungslosigkeit so da ist, ja. Das ist so eine Sache, dass da braucht man ein gewisses Gespür für. Das lasse ich auch manchmal so das Autofenster runter, um das so ein bisschen reinzulassen, verstehst du? Und dann merke ich, uiuiui, hier ist aber ein Durcheinander. Und dann setze ich mich erstmal, dann rufe ich an, sage, bitte alle Termine eine halbe Stunde verschieben. Und dann twitter ich erstmal wieder die Welt, ins Lot. Ja. Ja, wieder in Reihe und Ordnung. Dass der moralische Kompass auch wieder nach Norden zeigt. Genau, ne? Und dann können natürlich da immer so, so Typen wie du, kommen dann da vom Straßenrand, ja, und sagen dann, es ist doch sowieso alles egal. Der kleine Mann kann doch mit seinem Twitter-Account gar nicht was ändern. Die regieren doch sowieso, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und so, und da muss ich dir sagen, Thomas, da hast du Unrecht, das stimmt nicht, wir sind viele. Ja, ich sehe es ein. Aber wenn du denkst, du kannst dich mit der Bild-Zeitung, mit Instagram, mit Facebook etc. anlegen und dass die Sondersitzungen einberufen, wenn du denen drohst, ja, ich droh denen. Dann ist es, glaube ich, so einen Schritt zu viel. Kann sein, ja. Da muss ich dir ja die Warnung aussprechen. Bin ich ja auch nicht, geht ja nicht nur um mich, muss man ja auch sagen. Geht ja nicht nur um mich in diesem Ding. Ich nehme natürlich einen gewissen Fall. Aber es ist ja schon auch so, dass so am links und rechts auch noch ein paar andere, ja, gebe ich dir recht, so ist es doch. Aber was sollen wir sein? Sollen wir einfach nur noch hier... Jeder kann seine Meinung sagen, aber man darf es halt nicht verwechseln und auf einmal so selbstbesoffen werden, ne? Mir ist beim Drehen letzte Woche bei so ganz vielen Leuten, die ich alle nicht kannte, die Hose gerissen. Oh nein. So, und, so wie Lenny Kravitz auf der Bühne. Da hat man das Ei gesehen, ne? Mehr als das Ei, ja. Ja, auch den Schneeballus. Ja, okay. ich weiß nur, bei Lenny Kravitz, der hat der ist da rausgefallen, wie beim Bungee-Sprung. Lenny Kravitz ist euch mal aufgefallen, der hat einen riesengroßen Bauchnabel. Es gibt so Leute, die haben Bauchnabel, sieht aus, wenn da von innen einer einen Daumen reinsteckt. Und so sieht es bei Lenny Kravitz aus. Das ist nicht nur schön, der Mann. Der hat,
Nee, mir ist da die Hose gerissen und es war aber so eine, also so eine Szene praktisch, ne? Mhm. Und das ging jetzt nur nicht um mich, ne? Ich habe da wirklich die kleinste Nummer da gespielt. Und ich musste aber auch, wie so viele andere, aus so 5 verschiedenen Ecken mussten wir so anrennen, so auf allen Punkten sagen, Mensch, was ist hier denn los? So im übertragenen Sinne, ja, ne? Ja. So, ne? Und da liegt da einer, muss man sagen, was ist denn hier passiert? Mhm. Ne? So. Und dann reißt mir also die Hose hinten am Arsch, ne, so längs einmal rum. Ich hatte mal eine schwarze Unterhose an und die Hose war so dunkelgrün. Ich denke, naja, okay. Und dann habe ich mir so die Szene nochmal so durchgegangen, dachte ich, naja, gehe ich ja da bloß so eine Treppe runter, werde ich von vorne gefilmt, dann stelle ich mich da hin. Und dann filmen die mich weiter von vorne. Ja, müsste eigentlich gehen. Und machst jetzt hier ein Riesentheater, dass die mir dann eine halbe Stunde neue Hose bringen und so. Und alle, stopp, halt, der Idiot hat die Hose gerissen und so. Ne? Ja. Ist ja auch peinlich. Das heißt, wie du es drehst, es bleibt peinlich. Ja. Und dann habe ich gesagt, komm, mache ich jetzt einfach. Und dann bin ich da rausgerannt. Und dann hieß es aber so, nach der ersten Probe hieß es dann, nee, es ist schon doch besser, wenn du die jetzt, liegt dann eine Person, du musst die Person nehmen und raustragen. Und dann muss ich so sagen, das geht nicht. Und ich gesagt, warum denn nicht? Because my pants. Dann muss ich das zugeben. Und es ist, make a long story short, es ist mir an dem Tag noch 2-mal passiert. Nein, danach wirklich? Noch, ja. Und es war eine Kombination wirklich aus dem Stoff, weil ich wollte mal sagen, es ist der Stoff so, ne? Aber alle hatten diese Hosen an, keinem ist passiert. Also es ist eine Kombination aus dem Stoff und offenbar der besonderen Form meines Hinterns. Ja. Ja. Also, ja. Naja, ich habe offenbar einen richtigen Knackarsch wohl. Du konntest jemanden nicht aus der Notsituation befreien, weil dir die Hose gerissen war. Ich hätte ihn schon befreien können. Im wahren Leben hätte ich jetzt nicht gesagt, das Haus brennt und so, aber meine Hose, das würde ich jetzt nicht sagen, aber das war ja nicht echt, ne? Ein Film. Oh Mann, das tut mir richtig leid. Und ich bin auch einmal hingefallen. Und dann bin ich von was runtergefallen und da habe ich das gemacht, was wahrscheinlich jeder machen würde. Die haben gefragt, ist alles in Ordnung? Die waren natürlich super besorgt natürlich sofort. Ja. Ne? Und ich bin so von was so runtergerutscht, ne? Weil das rutschig war. Und dann bin ich hingefallen und dann haben natürlich alle gesagt, ey, alles okay? Ne? Und was macht man? Man sagt sofort, ja, klar. Ja, ist alles okay, genau. Ja. Also man sagt sofort, nee, ist alles in Ordnung, cool, tut nicht weh und so. Aber ich habe später gesehen, ich habe unter der Hose geblutet. Aber ich habe sofort... Ja, warum ist das eigentlich so? Warum sagt man nicht, das tut jetzt gerade sau weh, ja, lass mich mal kurz in Ruhe ja, oder so. Ja, weil es peinlich ist. Man will da ja nicht so ein Aufhebens machen, man will nicht so eine Sonderstellung haben, der da sich verletzt hat, dann bringt, weißt doch, wie das ist, wieder so übertrieben reagiert, dann kommt ein Sanitäter. Ja, dann am Ende hast du da irgendwie so einen blauen Fleck und dann kommt dann einer... Dann schämt man sich ja auch. Ja, dann desinfizieren die es. Die machen viel mehr, als man zu Hause machen würde, wenn man hingefallen ist. Ne? Die machen so, weil sie einem so einen Gefallen tun wollen und das halt sehr ernst nehmen und man will ja gar nicht, dass es so ernst genommen wird, weil man immer im Verdacht steht, man hätte jetzt eingefordert, dass hier der Notarzt kommt, weil ich mir das Knie gestoßen habe. Aber das ist ja nicht nur so, an irgendwelchen Sets so, ne? Selbst wenn man jetzt so aus dem Büro rausgehen würde, die Treppe runterfallen, man würde mit gebrochenen Beinen würde man wieder aufstehen so und so sagen, nichts passiert, danke, man geht raus und da bricht man zusammen. Ja, exakt. Aber erstmal weg aus der Situation, weil die so peinlich ist. Ja, dir würde das auch so gehen, ne? Weil ich habe dann wirklich, ich musste dann sofort, geht's wieder? So, habe ich gesagt, ja. Und dann musste ich halt laufen, ne? Also es war meine Aufgabe, war dann zu laufen. So, ich musste laufen. Mhm. Und mir tat es so weh, unter normalen Umständen wäre ich gehumpelt. Ich bin in den Schmerz hineingelaufen. Ich bin mal das klingt beknackt, aber ich bin aus einem Hubschrauber ausgestiegen, das erste Mal in meinem Leben und hab das alles falsch gemacht. Kopf in die Rotorblätter. Nein, ich hab mir an der Treppe, da ist wie so eine Treppe vor der Kufe oder was das ist, und da habe ich mir das komplette Bein aufgerissen. Also wirklich einen 10 cm langen Schnitt in die Wade und ich habe sofort gemerkt, hier ist richtig was schiefgelaufen. Aber weil ich dachte, aus einem Hubschrauber kannst du nicht uncool aussteigen, das muss cool ablaufen, habe ich mir nichts anmerken lassen, bis das wirklich auch ja, ähnlich wie bei dir so durch die Hose geblutet hat. Ja. Bis heute habe ich da eine Narbe davon. Naja, man lässt sich nichts anmerken, ich glaube, Frauen würden damit anders umgehen, die würden da nicht so ein... Die sind nicht so dumm. Würden nicht so ein peinliches Theater da machen. Ich glaube, es ist wirklich so eine typische dumme Männerscheiße, dass man vor anderen Leuten dann irgendwie keine Schwäche zugeben kann. Und auch praktisch, das ist ja das Ding, man hat ja selber in seinem eigenen Gehirn nicht mal eine Sekunde Zeit, darüber nachzudenken, weil man im Affekt lügt. Ja.
Und dann ist es ja schon, ja, die Lüge ist ja dann schon raus. Man kann dann, selbst wenn man 10 Sekunden später denkt, ja, bin ich denn dumm, sag doch den Leuten, dass es weh tut. Da ist es schon zu spät. Da müsste man praktisch auch noch eine Lüge zugeben. Ja. Also man ist völlig drin in dem, tut's weh? Nein. So, und in dem Moment bist du gefangen in deiner Lüge und musst die weitermachen. Ja, was ist das Fazit daraus? Mehr Ehrlichkeit. Mehr Ehrlichkeit. Und auch mehr Verletzlichkeit wagen. Ja. Ja, finde ich gut. Sag ja zum Schmerz, wie Jakob bei Kilometer 19. Ja, alle, du hast embrace the pain. Ja, das habe ich. Das in den Schmerz hineinatmen und nicht so tun, als wäre man irgendwie eine Maschine. Ja. Also der Verdacht das ist nicht aufgekommen. Das kann man dir nicht vorwerfen. Der Verdacht ist nicht aufgekommen, ja. Meine Güte, das war so langsam. Bei dir? Ja, das war. Ach, ich fand das aber. Es gibt ein wirklich sehr schönes Foto. Ja. Vom Zieleinlauf und ich weiß nicht, ob du bereit bist, das zu veröffentlichen. Doch, das werde ich machen. Das werde ich also es ist wirklich, ich finde, es ist ein richtig sensationelles Foto, was dich und Kai perfekt beschreibt in dem Zustand, in dem ihr angekommen seid. Es ist so ein schönes, ausdrucksstarkes Foto, was man wahrscheinlich nur alle 20 Jahre schießt. Und ich weiß nicht, wer es gemacht hat, irgendein Pressefotograf nehme ich an, ne? Mhm. Und so sieht es halt auch aus, ne? Das ist so ein richtiges Zeitdokument über die Lebensphase, in der du da steckst. Und du wirst wahrscheinlich, wenn du irgendwann mal ein alter Schrumpeloper bist, ne, wirst du dir das nochmal angucken, dieses Foto, und wirst genau wissen, wie sich dein Leben in dieser Zeit angefühlt hat. Und dieses Foto wird so abstrahlen, 5 Jahre nach hinten, 5 Jahre nach vorne. Das stimmt, ja, das ist auch mein Gefühl. Werde ich nochmal posten. Cool. So. Was wollt ihr noch? Wollt ihr noch irgendwas wissen? Was macht ihr jetzt mit dem Krokodil da? Was? Ach, das Krokodil. Jetzt habe ich schon wieder so geschrien. Entschuldigung, aber ich habe mich gerade an das Krokodil erinnert. Es ist das Krokodil noch nebenan. Was machen wir denn jetzt? Ist das vielleicht, können wir mit dem, sollen wir mal live Krokodok spielen mit dem? Sollen wir dem Zähne runterdrücken und gucken, bei welchem er zuschnappt? Ich hätte noch eine Idee. Kannst du nicht mal rübergehen, also kannst du nicht mal fragen, warum da ein Krokodil im Büro ist? Achso, warte, ich frage mal eben. Ja. Leon, ich wollte fragen, warum ist ein Krokodil hier? Dreht was. Ah ja. Also Leon meint, die drehen was. Ja, und dann sagst du, ah ja, und gehst wieder. Was, also das ist doch krank. Ja, jedem Tierchen sein Pläsierchen, ne? Gut, alles Liebe. Alles Gute. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt. Diese Ausgabe Baywatch Berlin wurde euch präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis.